Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute will ich mal ein sehr persönliches Video machen und zwar möchte ich euch davon berichten, wie ich zu Jesus Christus gefunden habe, wie ich zu Gott gefunden habe. Das hätte ich bis vor ein paar Jahren auch überhaupt nicht für möglich gehalten, dass ich heute mal so ein Video mache, dass ich mich zu Jesus Christus bekehrt habe. Euch ist bestimmt auch schon aufgefallen oder dem einen oder anderen wird bestimmt auch aufgefallen sein, dass ich da in Videos mal ein bisschen das angedeutet habe oder auch immer bei Telegram habe ich, ja glaube ich, so die letzten anderthalb Jahren, also ich habe mich so circa vor anderthalb Jahren bekehrt, da habe ich da halt immer mehr Predigten geteilt oder auch Sachen so aus christlicher Sicht. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, insofern nicht wundern, wenn ich mal ein bisschen nach unten schaue. Und zwar, insofern, warum wundert mich das, dass ich selbst heute so ein Video mache? Weil ich denke mal, ich habe selbst auch vor, bis ich mich bekehrt habe oder bis ich da erstmal aufmerksam geworden bin auf das Thema, darauf aufmerksam geworden bin, habe ich eigentlich auch so Christen als so ein bisschen hinterwäldlerisch gesehen, so als welche, die irgendwie so einen ganz blinden Glauben haben, die irgendwie nichts hinterfragen. Man hört ja auch immer so die Geschichten von diesen christlichen Sekten, Zeugen Jehovas und wie die alle heißen. Also ich habe mich jetzt überhaupt nicht mit den Zeugen Jehovas größer beschäftigt, aber man sagt das ja halt immer, dass das so sektenartig ist, dass man, wenn man da einmal drin ist, dass man dann nicht mehr rauskommt. Auch wenn ich jetzt immer sage, ich bin Christ, dann kommt dann halt immer ja die katholische Kirche, die man dann immer mit dem Christentum in Verbindung bringt. Dabei können halt viele nicht differenzieren. Das ist einfach auch, es gibt die katholische Kirche und es gibt bibeltreue Christen, die sich das nicht alles so zurechtbiegen, wie die katholische Kirche das gemacht hat. Die katholische Kirche auch mit ihren ganzen Missbrauchsskandalen, mit der ganzen Inquisition und Hexenverbrennung und was es da nicht alles gab. Ja, ich denke, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, dass man Christen heutzutage halt immer als die Verrückten so abstempelt, ohne sich genauer damit beschäftigt zu haben. Wie gesagt, da habe ich mich selbst auch nicht unbedingt von frei gemacht oder da war ich selbst von betroffen, bis ich da mal ein bisschen genauer hingeschaut habe. Also insofern, ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere mit meinen christlichen Ansichten oder mit der christlichen Perspektive, die ich da immer öfter teile, auch nicht so viel anfangen kann. Da habe ich auch letztens bei Telegram so einen Kommentar gesehen. Da meinte auch, ja, hey, ich folge dir schon seit Anfang an. Also ich mache hier Videos seit 2016. Wenn du jetzt aber einen auf Turbo-Christ machst, dann bin ich ganz schnell weg, so nach dem Motto, man kann doch nicht alles immer hinterfragen und irgendwie überall schwurbeln, aber dann irgendwie der Bibel auf den Leim gehen. Ja, und diesen Kommentar fand ich insofern sehr spannend, weil der eigentlich ganz gut das wiedergibt, was, denke ich mal, so die Sicht von sehr vielen auf das Christentum, auf die Bibel ist. Da denkt man immer so, das ist irgendwie ein Märchenbuch, das Christentum, das ist irgendwie sowas wie der Weihnachtsmann für Erwachsene. Meiner Meinung nach hat diese Sicht auch damit zu tun, dass da sehr viel Propaganda herrscht gegen das Christentum. Meiner Meinung nach sehen wir überall, dass die Menschen von Gott ferngehalten werden sollen. Und meiner Meinung nach, das will ich dann hier ganz genau ausführen, dass logisch Rationalität, also das ist ja auch das, wenn ihr hier meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich in Themen immer ganz genau reingehe, dass ich alles ganz genau immer nachschaue, dass ich mir auch jetzt bei Corona alle Studien ganz genau angeschaut habe, dass ich mir die verschiedensten Positionen anschaue, dass ich, ja, ich meine, ich habe früher in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, ich bin halt einfach ein Mensch, der sehr logisch und sehr rational ist und in diesem Video möchte ich einfach nochmal ausführen, dass das Christentum damit sehr gut vereinbar ist. Um das hier nochmal ganz kurz auszuführen, was euch hier erwartet. Also letztendlich werde ich jetzt hier ganz genau ausführen, wie ich denn bei meiner Wahrheitssuche ja überall im Kern eine spirituelle Agenda gesehen habe, eine satanische Agenda, ob es jetzt bei Corona, beim Klimawandel, beim Generismus war. Wie gesagt, das will ich in diesem Video hier alles weiter ausführen. Das Video wird wahrscheinlich ein bisschen länger, insofern habe ich unten auch Zeitstempel reingeschrieben in der Beschreibung. Ihr könnt auch dieses Video als Podcast hören, wenn ihr euch
da, wenn euch das lieber ist. Insofern, was ich auch noch sagen wollte, mich interessiert auch vor allem, ja, was du so über das Christentum denkst. Was macht das jetzt mit dir, wenn ich so jetzt hier sitze und über das Christentum rede? Was ist so deine Meinung zum Christentum? Das interessiert mich auch. Insofern, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich bin da gespannt, von euch zu lesen. Ich will halt erstmal anfangen, wie ich aufgewachsen bin. Also bei mir ist es so, ich bin in einer ländlichen Gegend groß geworden, wo die katholische Kirche eine große Rolle gespielt hat. Da bin ich dann natürlich auch getauft worden, bin zuerst Kommunion gegangen, wurde firmiert oder habe da die Firmung erhalten oder wie man das sagen soll, halt diese katholischen Sakramente. Das hat man aber eigentlich nur gemacht, weil es halt einfach so gang und gäbe war. Meine Eltern waren jetzt auch nicht besonders religiös. Ich kann mich auch erinnern, dass wir vielleicht irgendwann so, bis ich 10 war, irgendwie immer in die Kirche gegangen sind, zumindest irgendwie Ostern und Weihnachten. Nochmal hier, wenn ich dann immer sage, ich war so und so alt, also nochmal, ich bin am 24.12.1980 geboren, also ich bin jetzt 42 Jahre alt, damit ihr das so ein bisschen zeitmäßig alles einordnen könnt. Also wie gesagt, glaube ich, bin ja wie die meisten halt so katholisch oder christlich geprägt aufgewachsen, aber bei mir zu Hause hat halt einfach, wir haben nie Bibel gelesen. Ich glaube, es gab zwar eine oder es gab mehrere Bibeln bei uns im Haushalt, aber eigentlich haben wir da nie reingeschaut. Auch da, diese ganzen katholischen Sakramente, die hat man einfach nur gemacht. Ja, für mich, ich habe es auch nur gemacht, weil Eltern haben gesagt, mach mal, und es gab nette Geschenke. Insofern hatte ich da eigentlich nichts groß mit dem Christentum zu tun oder habe mich tiefer mit dem Glauben beschäftigt. Dann war es auch so, als ich dann, ich habe dann halt studiert, bin nach Hamburg gezogen, habe eigentlich auch nie wirklich Christen kennengelernt, hatte nie Christen in meinem Umfeld, kannte nie jemanden, der jetzt gesagt hat, ich vertraue auf Gott, ich habe mein Leben Gott anvertraut. Und natürlich, als ich nach Hamburg gezogen bin, dann ins Berufsleben gestartet bin, damals mit 24, wie gesagt, ich habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet und dann muss man sich natürlich erstmal in der neuen Stadt eingewöhnen, man muss erstmal ankommen, dann hat man natürlich auch gar keine Zeit, sich irgendwie groß mit spirituellen Themen zu beschäftigen. Ja, damals so mit Mitte 20, ich habe auch nicht wirklich irgendwelche Bücher gelesen, also ich war eigentlich so voll im Hamsterrad, habe halt irgendwie gearbeitet, abends halt irgendwie Sport gemacht, war mit Freunden unterwegs, habe gefeiert und habe Serien geschaut. Ich denke mal, was heute so die meisten Menschen so machen. Ich habe wahrscheinlich auch zu dem gehört, was Miloš Matušek, wie nennt er das so schön, akademisch zertifiziertes, aber intellektuell desinteressiertes Diplom-Proletariat. Also dazu würde ich mal sagen, habe ich damals gehört. Ich habe halt dann auch immer so ein bisschen Zeit und Spiegel gelesen und war da so ein bisschen so ein Pseudo-Intellektueller. Ich konnte zwar irgendwie so ein bisschen mitreden, welcher Politiker jetzt gerade wo wem die Hand geschüttelt hat und wo was auf der Welt passiert, aber ich habe nicht wirklich genauer hingeschaut. Das hat sich dann 2007 so ein bisschen verändert, wo ich dann damals mit der sogenannten Pick-up-Szene in Kontakt gekommen bin. Damals, ich war 26. Die Pickup-Szene hat ja so einen super schlechten Ruf. Dann heißt es halt immer, vor allem so aus der feministischen Ecke, heißt es dann immer, ja, es geht da irgendwie nur darum, um Frauen aufzureißen, um Frauen flach zu legen. Aber es geht letztendlich einfach nur um Persönlichkeitsentwicklung. So haben wir uns das damals zumindest irgendwie eingeredet. Letztendlich ist halt immer das, was dahinter steckt, ist halt irgendwie so, ja, man hat halt irgendwie noch viel mehr Potenzial in sich, dass man dadurch, dass man irgendwie genauer hinschaut, dass man ein bisschen genauer liest, dass man halt einfach oder dass man halt bestimmte Bücher liest, dass man bestimmte spirituelle Techniken ausführt, dass man dann halt einfach mehr Potenzial entfaltet.
Da hat man sich dann, da hab ich mich dann damals viel mit Psychologie beschäftigt, unter anderem auch NLP und Spiritualität. Das war dann meiner Meinung nach so ein bisschen, ja, kann man sagen, so als New Age. New Age ist ja meinem Eindruck nach auch so eine Mischung aus Spiritualität und Psychologie. Ich will einfach mal zeigen, was ich damals so für Bücher gelesen habe. Ich habe vor allem, damals war bei uns, bei meinen Freunden war da so Eckhart Tolle war da groß angesagt, die Kraft der Gegenwart, also jetzt die Kraft der Gegenwart, oder hier auch Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Da habe ich aber, und mit Osho habe ich mich damals halt auch viel beschäftigt. Wie gesagt, ich glaube, wenn man anfängt, sich so ein bisschen für Spiritualität zu beschäftigen, dann kommt man ganz schnell in diese buddhistische New Age-Ecke. Da habe ich aber, ich muss auch heute sagen, so mit dem Buddhismus, ich habe mich zwar immer durch die genannten Bücher, durch Osho und so, habe ich mich da immer mit beschäftigt, aber bestimmt nicht so gründlich, wie ich das heute mache. Wie gesagt, damals habe ich noch gearbeitet. Wer hier mich nicht kennt, wer meinen Kanal nicht kennt, also ich bin ja ich bin sozusagen finanziell unabhängig, ich habe sehr viel Zeit, ich lese sehr viel, schaue sehr viel nach links und rechts und mache dann ab und zu, wenn ich Lust habe, mal Videos. Insofern, ich lebe die große Freiheit, dass ich da absolut selbstbestimmt mein Leben gestalten kann. Und deswegen habe ich natürlich auch heute viel mehr Zeit, einfach in solche Themen genauer reinzuschauen. Damals war ich halt auch mit Freunden in einem buddhistischen Tempel in Hamburg, habe dann da Meditation ausprobiert bin dann, als ich 2009 habe damals meine Arbeit gekündigt, bin dann erstmal ein Jahr auf Weltreise gegangen. War so ein bisschen auch auf Selbstfindung, habe dann da vieles ausprobiert, habe dann da auch Meditation für mich entdeckt, Vipassana-Meditation. Das habe ich damals in Myanmar, in Mandalay gemacht, oder beziehungsweise in Burma heißt es ja, Mandalay, in der Stadt Mandalay. Da habe ich dann in einem Vipassana-Zentrum 10 Tage meditiert. Und da muss ich auch sagen, also ist auch lustig, wie ich drauf gekommen bin. Also ich kann mich noch erinnern, ich war damals in Indonesien, habe dann einen sogenannten Visa Run nach Osttimor gemacht und war da in einem Hostel. Osttimor war damals auch sehr teuer, der Bürgerkrieg war noch gar nicht ganz so lange her, und deswegen habe ich dann war da in einem Hostel, und ich kam dann da rein in diesem Dorm, nennt man das, in diesem Mehrbettzimmer, wo halt so, Bunkbeds, Hochbetten waren. Und da saß dann einer und hat meditiert. So. Und ich kam rein und dachte, was ist das denn für ein Vogel? Was ist er denn da irgendwie am Meditieren? Und hab da halt so meine Vorurteile gehabt. Also ich glaube, da war ich noch sehr so dieser spießige Wirtschaftsprüfer, der den Stock im Hintern hatte, der da zwar einerseits offen sein wollte, aber doch so, doch noch sehr voreingenommen war. Und insofern, und dieser, der da meditiert hat, der hat mir dann, wir sind dann zusammen, auch mit anderen, sind wir 10 Tage durch Osttimor gereist, hat mir dann auch, hat mir erzählt, dass es bei ihm genauso war mit dem Meditieren, und dass er gesagt hat, hey, ich will das einfach mal ausprobieren, und hat es dann ausprobiert und fand er ganz toll. Und mit dem bin ich übrigens heute noch in Kontakt. Der hat mich, ich habe ihn vor ein paar Monaten nochmal getroffen. Und so kam es dann halt auch, dass ich das Meditieren ausprobiert habe. Ja, ich muss auch sagen, rückblickend war damals, war das Meditieren auf jeden Fall irgendwie eine spannende Erfahrung, 10 Tage, das irgendwie durchzustehen. Auch damals, ich kann mich erinnern, in Mandalay, ich war erstmal der einzige Deutsche oder beziehungsweise der einzige Ausländer. Ich dachte auch, ach, das werden jetzt irgendwie Mönche sein, und ich muss mir auch irgendwie die Haare abrasieren, haben wir damals dann tatsächlich auch die Haare abrasiert. Vielleicht kann ich auch noch mal ein paar Bilder von damals einblenden. Habe mir dann die Haare abrasiert, weil ich dachte, ach komm, das werden ja alles irgendwie Mönche sein. Da gehört sich das so, sich die Haare abzurasieren. Natürlich war ich dann der Einzige, der keine Haare hatte. Das waren halt alles nur ganz normale Einheimische, die Haare hatten. Und wie gesagt, Meditation
hat sich damals, das hat sich gut angefühlt. Ich habe es aber sehr unregelmäßig gemacht, weil einerseits hat sich das irgendwie gut angefühlt, aber andererseits habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie ist das nicht rund, irgendwie habe ich da nicht so wirklich die Routine oder den Zugang gefunden. Trotzdem habe ich aber, es war dann 2015, habe ich nochmal Vipassana in Triebel gemacht, in Deutschland, habe ich da auch nochmal einen 10-Tages-Kurs gemacht, habe mich da auch nochmal 10 Tage einschließen lassen. Und ich kann mich erinnern, wer das vielleicht auch mal gemacht hat, der weiß, wie das da läuft. Ich glaube, so am 9. Tag darf man dann auch mit den anderen reden. Also ist halt ein Schweigekloster, nennt man das auch am 9. Tag. Man sieht dann die Leute die ganze Zeit, man darf weder Blickkontakt halten, man darf nicht sprechen. Und am 9. Tag durften wir uns dann unterhalten. Und ich kann mich noch erinnern, der eine, der meinte so, erkennt ihr hier bei dieser Meditationstechnik irgendwas Dogmatisches? So, und wir dann alle, nee, überhaupt nicht, weil es geht ja eigentlich nur darum, irgendwie in sich reinzufühlen, zu schauen, wo fühlt man jetzt irgendwelche Sensations, so um sich zu lehren sozusagen und um das Göttliche in sich reinzulassen. Wenn ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe. Wie gesagt, schon alles sehr lange her. Wie gesagt, das Meditieren hat sich einerseits ganz gut angefühlt. Ich war auch offenbar da ganz gut da drin, wenn ich mich mit den anderen ausgetauscht habe. Dann konnte ich ganz gut in mich reinfühlen, habe mich nicht ablenken lassen, habe auch ganz schnell so diesen Strom, den man dann in sich auf- und abwandern kann, immer gespürt und konnte ihn hin und her schicken. War da, glaube ich, auch schon schnell in der Technik damit vertraut. Aber wie gesagt, diese Frage, ob es irgendwie ein Dogmatismus dahinter, ob da jetzt irgendwie ein Dogmatismus dahinter steckt oder ob wir da jetzt irgendwie einer Sekte auf den Leim gegangen sind, da habe ich viele Jahre später nochmal drüber nachgedacht und aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass diese ganze Esoterikbewegung, dass es halt eigentlich letztendlich nichts anderes ist, als die Menschen von Gott fernzuhalten. Da ist halt auch, genau, ich habe damals auch sehr viel Hermann Hesse gelesen. Ich kann es hier nochmal kurz in die Kamera halten hier. Vor allem hier Eigensinn macht Spaß. Ich glaube, damals hat angefangen, dass Gunnar Kaiser damals irgendwie 2015 da ein Video drüber gemacht hatte, das irgendwie eingespielt hat. Ihr seht, hier habe ich auch ganz viele Markierungen reingemacht. Und dann vor allem halt auch, wo habe ich es hier? So, habe ich hier Siddhartha, die indische Dichtung. Da geht es natürlich halt auch um eine Geschichte, die im fernöstlichen Indien spielt. Dann auch hier Steppenwolf und Narziss und Goldmund habe ich damals halt alles gelesen. Ich denke mal so 2016 bis 2018 habe ich viel Hermann Hesse gelesen oder bis 2020 wahrscheinlich auch. Habe viel Hermann Hesse gelesen, war ein großer Fan von ihm. Und da geht's halt, letztendlich Buddhismus, Esoterik, es geht halt immer darum, um erleuchtet zu werden. Eckhart Tolle habe ich auch nochmal reingeschaut, der schreibt zwar von Jesus Christus, aber so nach Motto, ja, finde Jesus Christus oder finde den Gott in dir. Und das ist natürlich, wenn man die Bibel liest, gleich im ersten Buch Moses, da im 3. Kapitel, da sieht man dann gleich den Sündenfall von Adam und Eva, wo Eva von der Schlange verführt wird und die Schlange sagt ihr so von wegen, also sie haben ganz klar von Gott gesagt bekommen, sie können von allen Bäumen essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis. Die Schlange kommt aber hin zu Eva und sagt ihr, wenn sie von dem Baum der Erkenntnis isst, dann wird sie wie Gott und wird unterscheiden können zwischen Gut und Böse. Und das ist eigentlich genau das, was wir heute in der Esoterik überall sehen, dass man uns sagt, wir können werden wie Gott, wir werden erleuchtet, wir können die Wahrheit besser erkennen. Und da muss man natürlich auch fragen, warum diese ganze Esoterik, die ganze New Age Bewegung so populär ist. Meiner Meinung nach ist es auch so mit der 68er Bewegung aufgekommen. Ich kann mich auch erinnern, als ich in Indien war, da war ich in Rishikesh, da war dann auch so ein alter Ashram, wo die Beatles damals irgendwie waren und meditiert haben. Das ist halt, dieser ganze,
diese New Age-Bewegung, dieser ganze Buddhismus, meiner Meinung nach ist es durch die 68er-Bewegung vor allem aufgekommen oder in den Westen gebracht worden. Und ja, da kann man sich natürlich auch fragen, so die ganze 68er-Bewegung, so war das alles eine natürliche Bewegung oder war das vielleicht auch so ein bisschen mehr oder weniger gesteuert? Ja, und wenn so diese Esoterik, dieses ganze New Age, das ganze Meditieren auch überall in den Medien ist, wenn eigentlich alle davon sprechen, dann ist es für mich schon mal immer ein ganz guter Indiz dafür, dass es nicht die Wahrheit ist, dass man da irgendwie in die Irre geleitet werden soll. Ich kann mich auch damals erinnern, so aus meinem Umfeld, so aus der Pickup-Community, also auch hier nochmal, wenn ihr wollt, dass ich über Pickup nochmal ein bisschen mehr spreche, wie es da damals in der Szene war, da, ja, schreibt das einfach unten in die Kommentare, vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video dazu. Ich habe ja auch mit Maximilian Pütz, der mittlerweile ein ganz guter Freund von mir geworden ist, habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, so über Männer, Frauen und was denn so dieses Pickup ist. Insofern schaut da auch nochmal rein, wenn ihr das Video nicht kennt. Und da hieß es dann damals halt auch, da war dann halt, wie gesagt, so dieses, was so in der New Age-Bewegung immer vorherrscht, so alles so wie es ist es richtig, das Universum regelt alles, das ist dann halt auch, ja, meiner Meinung nach ruft das die Menschen so ein bisschen zur Passivität auf. Also ich habe auch mal, ein Kumpel von mir hat auch mal erzählt, er kennt da jemand, der wohnt auch hier in Hamburg irgendwie und ist den ganzen Tag irgendwie bei sich in der Wohnung am Meditieren und will überhaupt gar nichts mit der äußeren Welt zu tun haben. Und das ist es meiner Meinung nach auch, dass man mit solchen Ideen die Menschen mehr oder weniger so ein bisschen passiv halten kann. Ich hatte damals halt auch in der Pickup-Community hatte ich auch einen Kumpel oder einen Freund, der hat dann auch so ein bisschen mit offenen Beziehungen ausprobiert, hatte dann irgendwie eine Freundin, aber die haben sich dann so ein bisschen Freiheiten gelassen und da, ich war damals halt auch mit einer, ich hatte damals eine Freundin und meine damalige Freundin, da dachte ich auch, ach ja, vielleicht wäre das was für uns. Und natürlich, meine Freundin hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das kann ich aus heutiger Sicht, kann ich das sehr gut verstehen und zum Glück haben wir das nicht so gemacht. Insofern, da hatte sie ein ganz gutes Bauchgefühl. Das Sex-Thema ist auch so ein Thema, da kann man auch nochmal sehr viel drüber reden. Da komme ich auch gleich, wenn ich zum Thema Feminismus komme, nochmal ein bisschen ausführlicher dazu. Und da hat der Kumpel dann halt immer gesagt, so von wegen, wenn ich ihm dann erzählt habe, wie meine Freundin darüber berichtet hat, dann meint er so von wegen, ja, ach, dann ist das nur ihr Ego, da muss ich noch ein bisschen drüber meditieren und das ist halt alles nur sozial konstruiert und alles Unsinn, Monogamie und so weiter. Und da ist natürlich, New Age, Buddhismus, Spiritualismus ist natürlich, wir können uns halt alles selbst ein bisschen zurechtbiegen. Wir selbst sind Gott, wir haben das Göttliche in uns, dann können wir uns halt auch unsere eigenen moralischen Gesetze machen. Also, hier auch nochmal, ich will hier niemanden irgendwie auf die Füße treten, wenn ihr irgendwie Fans von Eckhart Tolle seid oder irgendwie in einer offenen Beziehung lebt oder irgendwas. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Ich berichte hier nur, wie so meine spirituelle Reise war, was für mich die Wahrheit ist und will ja einfach ausführen, warum das für mich die Wahrheit ist. So, ich muss mir erstmal eine Jacke anziehen. Ist doch mit dem Wind hier ganz schön kalt. Ich hoffe auch mit dem Wind ist das mit dem Ton in Ordnung. Ich habe mir extra hier so ein neues Mikrofon besorgt, wo hoffentlich die Windgeräusche nicht ganz so laut sind. Da war ich 2015 und 2016 in Indien. 2015, das erste Mal, bin ich nur irgendwie 6 Wochen da gewesen, habe mich da in die indischen Motorräder verlebt und auch in das Land. Natürlich, klar, wenn man so ein bisschen spirituell unterwegs ist, da muss man natürlich auch nach Indien pilgern. Als ich das zweite Mal dann da war, 2016, ich glaube, da war ich so insgesamt so 3,5-4 Monate da. Da bin ich dann mit dem Motorrad von Norden nach Süden gefahren, mit einer Royal Enfield, die ich mir da gekauft hatte. Ich finde, irgendwie sind so die exotischen Religionen, die sind auch irgendwie viel, viel interessanter,
ja, ich glaube nicht nur für mich, auch für die meisten anderen Leute irgendwie, so dass man, was man irgendwie so selbst in seiner Kultur hat, wo ja auch, ja, ich meine, ganz Europa, der ganze Westen ist christlich geprägt. Das sieht man halt, ja, vor allem auch heute am Sprachgebrauch noch viele, viele Sprichwörter, die aus der Bibel kommen. Wir sehen überall Kirchen und trotzdem beschäftigen sich so wenig Leute mit dem Christentum, weil sie meiner Meinung nach auch ganz bewusst davon abgehalten werden. Dann ist natürlich dann sowas wie Buddhismus, Hinduismus viel, viel spannender. Und so bin ich damals halt auch, als ich durch Indien gereist bin, habe ich dann auch ein Ashram besucht. Das war auf dem Weg, das war dann das Ashram von Amma in Südindien, in Kerala. Amma ist einer der ganz wenigen weiblichen Gurus da in Indien. Das ist, die wird die Hugging Amma genannt. Also da wie soll man sagen, auf Deutsch, ich habe da wenig auf Deutsch drüber gesprochen. Hugging Amma, auf jeden Fall, sie macht halt immer so große Veranstaltungen, wo tausende von Menschen kommen, wo sie einfach die Menschen umarmt und durch diese Umarmung sollen die dann irgendwie geheilt werden, sollen die dann besondere Energie bekommen. Und ich habe mir halt damals gesagt, als ich da im Ashram war, ich glaube, ich war da so 10 Tage im Ashram, sie war aber nicht im Ashram. Ich bin ihr dann sogar hinterher gereist. Sie war dann irgendwie ein bisschen weiter südlicher oder irgendwie eine Tagesreise oder so. Da bin ich dann extra hingefahren und wollte dann einmal mal sehen. Da haben wir gedacht, für euch kann mir nicht vorstellen, dass diese dicke indische Frau jetzt irgendwie über besondere Kräfte verfügt. Aber ich schaue mir das einfach mal an. Zum ayurvedischen Doktor bin ich da gegangen, habe mich auch ein bisschen mit Ayurveda beschäftigt, aber nur sehr oberflächlich. Damals war das Gesundheitsthema noch nicht so auf meinem Schirm drauf. Auf jeden Fall, als ich dann bei Amma war, ich habe dann auch stundenlang angestanden, um mich von Amma umarmen zu lassen. Ich habe gesagt, okay, du, kann ich mir zwar alles nicht vorstellen, aber ich bin einfach mal offen, ich schaue mir das mal an. So, ich habe mich von Amma umarmen lassen. Viele andere sind da irgendwie in Ohnmacht gefallen oder in Tränen ausgebrochen oder so. Ich meine, schau dich mal die Videos an. Auch Amma kommt oft öfter auch irgendwie nach Deutschland. Da gibt es auch Videos aus Deutschland. Aber ich habe da einfach überhaupt nichts gespürt. Ich glaube, ich war schon immer irgendwie offen und habe mir alles angeschaut und habe halt einfach geschaut, ja, ist da was hinter oder nicht. Wie gesagt, damals, was war halt auch so die Zeit, Indien, da habe ich natürlich dann halt auch, wie gerade schon gesagt, Hermann Hesse gelesen, so von 2016 bis 2020. Und wie bin ich das erste Mal mit dem Christentum in Kontakt gekommen? Das war 2014 durch Roland Bader. Und zwar, habe ich mich dann mehr oder weniger durch die Ukraine-Krise politisiert. Da gab es dann die Mahnwachenbewegung. Wo ich dann übrigens auch das erste Mal jemanden kennengelernt habe, die sich als Christin definiert hat. Wie gesagt, vorher kannte ich sonst überhaupt niemanden, der irgendwie sagt, hey, ich bin gläubig. Sie hat dann auch irgendwie davon geredet, wir müssen alle die Bergpredigt lesen, da steht alles drin. Habe ich tatsächlich damals auch gemacht, aber konnte überhaupt nichts mit anfangen. Zu der Zeit damals, dadurch, dass ich aus der Wirtschaftsprüfung komme, habe in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, im Fondsmanagement, habe BWL studiert damals, dann war für mich natürlich Ökonomie und das Geldsystem ganz spannend. Dadurch bin ich dann auch auf den Liberalismus, Libertarismus gekommen, auch damals durch Oliver Janich. Oliver Janich hat damals mit Petram Chayar, das war einer der, ja, wie soll man sagen, einer der da in der Mahnwachenbewegung in Berlin dann doch relativ viele Interviews gegeben hat und relativ präsent in den Medien war. Da hat Oliver Janich mit dem diskutiert und hatte einfach die besseren Argumente. Und dadurch bin ich dann auf den Liberalismus, Libertarismus gekommen. Und da habe ich dann auch das erste Mal Roland Bader gelesen. Roland Bader, das war das erste Buch von ihm, hier Kreide für den Wolf. Ich halte es nochmal in die Kamera, auch sehr schönes Buch. Roland Bader,
hat eigentlich, also das Buch nochmal, das habe ich damals 2014, das ist eine Neuauflage aus dem Lichtschlag Verlag. Damals gab es das nur auf der Homepage, kostenlos zum Runterladen, da habe ich das auf dem Kindle dann gelesen. Und ja, ich glaube, ich habe von keinem Autor mehr Bücher gelesen als von Roland Bader. Da kann ich auch noch mal ganz kurz zeigen, habe ich dann hier die belogene Generation gelesen, hier das Kapital am Pranger, Geld, Gold und Gottspieler, Totgedacht habe ich gelesen. Und Roland Bader, ich muss sagen, Roland Bader war dann für mich so der Großvater, den ich nie hatte. Also als ich geboren wurde, meine Großeltern, bis auf eine Oma, waren noch am Leben, alle anderen waren dann schon gestorben, und mit der Oma hatte ich eigentlich ja nie wirklich sehr wenig Kontakt. Und Roland Bader war dann so für mich der Großvater, der Opa, der mir irgendwie die Welt erklärt hat. Auch wenn ihr bei YouTube, da gibt es noch ein paar alte Interviews von ihm. Er hat eine sehr schöne, tiefe Stimme. Und Roland Bader ist Christ gewesen halt. Und er lebt jetzt nicht mehr. Das glaube ich 2000, ich weiß es gar nicht ganz genau, 2009, 2010 oder so gestorben. Auf jeden Fall, und Roland Bader als Christ, ich habe seine Bücher gelesen, wie gesagt, er hat mich, super, super schlauer Mensch, er sagt auch selbst, er ist ein Privatgelehrter, soweit ich mich erinnere, er hat sich halt, hat eine riesengroße Bibliothek, hat sehr viel gelesen, das haben wir auch in seinen Büchern auch gesehen, gelesen, gemerkt, dass er ein sehr gebildeter Mann ist, und er hat halt überall immer so ein bisschen so von wegen, nur Gott kann über uns alle richten und Gott weiß alles und wir müssen uns Gott anvertrauen oder so, hat halt immer so Nebensätzen, hat halt Gott erwähnt und hat halt erwähnt, dass er, oder hat halt damit durchscheinen lassen, dass er gläubiger Christ ist. Und da konnte ich halt überhaupt nichts mit anfangen. Und ich muss sagen, da war es dann halt auch so, wo ich gesagt habe, ja, bei allem anderen gebe ich ihm recht, toller Typ, viel von ihm gelernt, aber was das Christentum angeht, ja, da ist er dann ein bisschen, er kann ja nicht überall gut Bescheid wissen, ja. Aber letztendlich dadurch, dass er hat mich dann sozusagen für das Thema so ein bisschen sensibilisiert. Dadurch habe ich dann, wenn ich danach dann was über das Christentum gehört habe, habe ich genauer hingeschaut. Habe ich gesagt, hey, Roland Bader, wenn Roland Bader Christ ist, dann ist es ja mal wert, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich kann mich auch erinnern, Roland Bader hat auch im Lichtschlag Verlag oder beziehungsweise, also hier, der Lichtschlag Verlag, der das rausgegeben hat. Lichtschlag ist André Lichtschlag mit der Zeitschrift Eigentümlich Frei. Da war ich auch mal öfter auf Konferenzen bei Eigentümlich Frei, habe André auch mal auf Veranstaltungen mal wieder getroffen. André habe ich auch mal dann so gefragt, du sag mal, André, hat Roland Bader eigentlich mal irgendwo was über seinen Glauben geschrieben? Und dann hat er gesagt, nee, also für ihn war Glauben Privatsache, da hat er überhaupt nicht drüber geschrieben. Und insofern, gab es da von Roland Bader überhaupt nichts weiter zum Glauben. Er hat auch noch, genau, wo ich es hier gerade sehe, er hat auch noch Christa Mewes empfohlen. Die ist mir auch ein paar Jahre danach in die Hände gefallen. Roland Bader, das Buch habe ich da gelesen, Verführt, Manipuliert, Pervertiert, auch sehr schönes Buch. Roland Bader hat zu ihr gesagt, das ist das klügste Weib auf Erden. Da musste ich da natürlich dann reinschauen, was sie so sagt. Und sie ist Psychologin aus Uelzen, hinter Lüneburg noch, und die hatte ich auch mal angeschrieben, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Also sie schreibt vor allem als Psychologin, schreibt sie vor allem auch über Kindererziehung, über wie Jugendliche hier verführt, manipuliert, pervertiert werden, und das alles aus christlicher Sicht. Sie ist gläubige Christin. Ich hatte sie halt auch, wie gesagt, mal angeschrieben und wollte sie mal interviewen, weil ich sie auch in diesem Buch sehr mutig finde oder mit diesem Buch sehr mutig finde oder allgemein mit ihrer ganzen Arbeit. Aber sie hat mir auch freundlich geantwortet. Sie ist da war sie mittlerweile, ich glaube, sie ist 95 oder so oder 98 oder irgendwas, sehr, sehr alt, stolzes Alter erreicht und war dann gesundheitlich nicht mehr so fit und hat gesagt, von Interview müssen wir leider Abstand nehmen. Insofern hat das leider mit ihr auch nicht geklappt. Sonst hätte ich vielleicht da auch schon mal viel eher jemand gehabt, mit dem ich über Gott hätte reden können. Auf jeden Fall 2014 durch Libertarismus, Liberalismus,
bin ich ja natürlich auch in alle anderen, in viele andere Themen reingekommen, habe mich da viel auch mit dem Sozialismus aus der ökonomischen Sicht beschäftigt, vor allem auch durch Roland Bader, aber natürlich auch aus der geschichtlichen Perspektive, dann mit dem Klimawandel, Genderismus, Feminismus und so weiter. Und ja, für mich war egal, wo ich reingeschaut habe, ich habe immer gesehen, so im Kern, wie ich gerade schon zu Anfang gesagt habe, im Kern war halt immer irgendwie was Spirituelles, im Kern war halt immer irgendwie eine satanische Agenda, wo ich gesehen habe, hey, da muss es doch irgendwie, ja, das scheint tatsächlich irgendwie ein Kampf zwischen Gut und Böse zu sein, der hier abläuft. Das sind nicht einfach nur so, das ist nicht hier der Feminismus, da der Klimawandel, das hat alles irgendwie miteinander zu tun, das hängt alles zusammen und da steckt überall eine satanische Agenda dahinter. Also wie gesagt, überall eine satanische Agenda, vor allem gegen Jesus Christus. Jesus Christus ist ja, wer sich damit nicht auskennt, wir haben ja im Christentum diese Dreifaltigkeit. Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist. Gott wirkt durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Insofern ist alles eins. Ja, wollen wir mal anfangen mit dem Klimawandel, wie ich da die satanische Agenda gesehen habe. Also jetzt ziehen hier die Wolken wieder auf und es wird wieder kalt. Ja, also 2016, der ganze Klimawandel war der Grund, warum ich auch meinen Kanal gestartet habe. Ich kann mich nur erinnern, 2016 war der Club of Rome, der hat dann eine europäische Ein-Kind-Politik vorgeschlagen. Und auf jeden Fall, diese europäische Ein-Kind-Politik, das hat mich dann so erbost, dass ich gesagt habe, hey, da muss ich mal öffentlich drüber reden. Jetzt, wenn ich schon so viel mich mit solchen Sachen beschäftige, dann kann ich da mal Videos zu machen. So hat es dann dazu geführt, dass ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Aber das ganze Klimathema, weil ich dachte, das ist irgendwie viel zu groß und da muss ich noch viel, viel mehr recherchieren. Da habe ich noch gar nicht so wenig Ahnung von. Das habe ich dann erst ein paar Jahre später angegangen und angesprochen. Ich glaube, 2018 war das. Letztendlich ist es auch gar nicht so groß, wenn man sich das genau anschaut. Letztendlich hat man da ganz viel mit Klimamodellen zu tun. Auch wenn man zurückgeht, dann sieht man halt eigentlich, dass alle Klimamodelle eigentlich immer daneben lagen und damit, das ist natürlich auch insofern keine richtige Wissenschaft, weil man keine richtigen Experimente machen kann. Man hat halt immer nur diese Modelle, die aber dadurch, dass es nicht so eingetreten ist, falsifiziert worden sind. Und da, wenn natürlich die Prognosen immer daneben lagen, dann kann man natürlich sagen, vielleicht stimmt da was mit deren ganzen anderen nicht. So, auf jeden Fall zum Klimawandel. Ja, ich habe da viele Videos zu gemacht. Ich war da oft bei Fridays for Future. Ich habe da auch zwei Playlists. Einmal eine Playlist mit meinen eigenen Videos, einmal eine Playlist mit Videos zum Klimawandel, die so aus dem Mainstream, aus den Leitmedien sind. Wenn ihr da mal genauer reinschauen wollt, macht das gerne. Und der Club of Rome, das habe ich auch in anderen Videos immer wieder angesprochen. Der Club of Rome ist ganz offiziell, das kann man nachschauen, ist eine Organisation, die von den Rockefellern gegründet und finanziert wurde. Die haben sich damals das erste Mal im Bellagio bei Rom getroffen. Das ist eine große Hotelanlage, gehört den Rockefellern und haben dann halt überlegt, wie sie, da gibt es halt auch von dem, wie heißt der, auf jeden Fall, es gibt da The Next Global Revolution, da gibt es da halt auch mehrere Paper rausgebracht, da war ja auch die ganzen des Wachstums 1972 eines der wichtigsten Paper, wo mehr oder weniger die ganze Klimabewegung, die ganze Umweltbewegung damit angestoßen wurde und 1990 hat dann, wie heißt der, ich müsste es nochmal nachschauen, ich blende es hier ein, The Next Global Revolution, da habe ich dann halt auch drin gesehen, so von wegen, dann beschreiben sie, hey, wir haben hier, früher hatten wir die Nazis, dann hatten wir den eisernen Vorhang, wir hatten immer irgendwas, um den Menschen Angst zu machen, wie machen wir ihnen jetzt Angst, Climate Change, Water Shortage und so weiter, also Klimawandel, Wasserknappheit, would fill the bill. Also nach dem Motto, das brauchen wir und damit können wir den Leuten Angst machen. Das ist genau das, was wir heute überall sehen. Wir sehen hier auch die Klimakleber, die kleben sich überall fest oder Fridays for Future. Die Leute, ich meine, wie gesagt, ich bin oft genug da gewesen. Die Leute glauben das wirklich. Die glauben, morgen wird die Welt untergehen. Sie schauen sich nicht die Wissenschaft genau an. Sie schauen sich nicht die Kritiker an. Insofern meiner Meinung nach hier auch wieder eine ganz klare satanische Verführung.
Auf jeden Fall, aber wo ich das ganz klar beim Klima gesehen habe, ist bei der Erdkarte. Da bin ich dann irgendwann mal zufällig drauf gestoßen. Die Erdkarte ist von Maurice Strong und Mikhail Gorbatschow initiiert worden. Maurice Strong ist ein bekennender Sozialist. Er sagt auch öffentlich, dass er eine sozialistische Weltregierung haben will, was letztendlich auch das Ziel von jedem Sozialisten ist. Ein Sozialist will halt einfach die sozialistische Revolution weltweit haben. Sozialismus klappt nicht nur in einem Land, das muss man in allen Ländern dann machen. Und Maurice Strong gilt auch als der einflussreichste Architekt der United Nations. Insofern kann man auch mal sehen, was die United Nations für eine Organisation ist. Letztendlich soll damit die sozialistische Weltregierung durchgesetzt werden. Oder ihr wisst, was ich meine. Mikhail Gorbatschow ist der letzte Präsident der Sowjetunion gewesen. Den kennt ja eigentlich auch jeder. Und diese Erdkarte, die hat Nachhaltigkeitsziele formuliert und da haben die beiden gesagt, dass diese Erdkarte, die soll dann wie die 10 Gebote für die Menschheit werden oder wie die Bergpredigt. So, das heißt, man will hier ganz klar, man will das, was Jesus Christus bei der Bergpredigt gepredigt hat, die 10 Gebote, man will das ersetzen und durch eine Agenda, durch eigene Gebote, durch die Nachhaltigkeitsgebote ersetzen. So, und nicht nur das, nicht nur genug, man hat diese 10 Gebote der Nachhaltigkeit, oder ich weiß auch gar nicht, ob das 10 Gebote waren, schaut es euch selbst an. Ich habe da hier in dem Video, damals zum Great Reset, habe ich das ganz genau ausgeführt. Man hatte auf jeden Fall diese Gebote, hat man alle auf einer Papyrusrolle draufgeschrieben, hat die in eine Holzkiste gemacht, die der Bundeslade nachgebildet war oder ist und hat das quer durch die USA getragen. Insofern, das war für mich ganz klar antichristlich, satanisch, wo ich gesehen habe, hey, es geht da um viel mehr. So, dann, was ich mir angeschaut habe, wo ich auch klar eine satanische Agenda gesehen habe, war Pizzagate und Epstein in 2016. Wer nicht weiß, was Pizzagate ist, war ein Kinderpornoring, der angeblich in einer Pizzeria in Washington D.C. Daraus betrieben worden sein soll. Der Besitzer dieser Pizzeria war James Alefantis und letztendlich der hatte halt Beziehungen, oder das war halt so der Laden, wo die ganze Politiker, wo die ganze Elite aus Washington D.C. ein- und ausgegangen ist. Und dieser James Alefantis hat eigentlich sehr, sehr komische Sachen bei Instagram gepostet. Da habe ich damals das Video vor allem von Trau kein Promi gesehen, von Tilman Knechtel. Schaut euch das auch mal gerne an. Ich glaube, das müsste es irgendwo noch bei YouTube oder bei Odyssey geben. Und da sieht man halt einfach, dass da viel mehr dahinter steckt, als man denkt. Dieser James Alefantis auf jeden Fall, der hat Verbindung zu Hillary Clinton gehabt und das dadurch, dass das alles kurz vor der US-Wahl aufgekommen ist, wo Trump also gegen Clinton angetreten ist, hat das dann halt auch, hieß es dann so von wegen, ja, das sind alles Fake News von Hillary Clinton. Das war übrigens auch die Zeit, wo Fake News es gibt ja bei Google Trends, wenn man da eingibt, Fake News, dann sieht man, dass es 2016 mit Pizza aufgekommen ist, dieses Wort, dieses Framing, dass alles, was eben uns nicht gefällt, Fake News ist, weil da war da angeblich einer, es war tatsächlich einer, der sich das genau angeschaut hat und dann diese Kinder aus diesem, die angeblich da im Keller oder ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall angeblich sollen die da im Keller gewesen sein, festgehalten worden und dann soll da angeblich die Elite ein- und ausgegangen sein. Jemand wollte da hingehen oder ist dann da hingegangen mit einem Maschinengewehr und wollte die Kinder befreien. Soweit ich weiß, ist da keiner irgendwie verletzt worden oder getötet worden. Auf jeden Fall, da hat man dann gesagt, guck mal, Fake News und Verschwörungstheorien können dazu führen, dass Leute ermordet oder verletzt werden könnten. Ja, und wie gesagt, wenn man sich damit beschäftigt hat, mit dem Fall Pizza,
Da gibt es halt viele, viele Videos. Da sieht man auch so die Vorwürfe, die sind nicht unbedingt so an den Haaren komplett herbeigezogen. Also da, wenn man sich da, wie gesagt, anschaut, was der James Alefantis da gepostet hat, was da Clinton, auch wenn man bei Hillary Clinton sich mit dem MK Ultra, mit, wie heißt sie, Kathy O'Brien, glaube ich, was die so schreibt über die Clintons, meiner Meinung nach sieht man ganz klar, dass da ja, dass da okkulte Rituale vollzogen werden, dass es da nicht um irgendwie Kinderschändung geht oder um sexuelle Befriedigung, sondern vielleicht auch, aber ich habe halt gesehen, oder für mich, ich dachte, ja, das sind irgendwelche satanischen Messen, die da abgehalten werden. Das gleiche auch bei Epstein. Ich kann jetzt viel auch über Epstein sprechen, wer Epstein war. Epstein war ja 2019 ist der Fall aufgekommen. Epstein verkehrte mit der ganzen Elite in den USA, mit vielen Politikern, mit vielen großen Unternehmern. Bill Gates war auch dabei, der hat da viele Partys gemacht, hat mit denen, hat die auch mit seinem Lolita Express auf seine Insel geflogen, wo übrigens auch ein merkwürdiger babylonischer Tempel stand. Das war auch dann der Grund, weswegen übrigens Melinda Gates sich von Bill Gates getrennt hat. Das hat sie öffentlich auch gesagt, weil Bill Gates so viel mit Epstein abgehangen hat, weil die gute Freunde waren. Obwohl Bill Gates auch wusste, dass er schon vorher verurteilt war. Ich schaue das genau nach, ich krieg's nicht genau auf die Reihe. Auf jeden Fall, das ganze Thema war auch schon vorher bei einem Verschwörungstheoretiker, die haben das aufgegriffen, bevor das dann 2019, als Epstein dann, ich glaube, das war so November oder so 2019, als er sich dann in seiner Gefängniszelle, er wurde dann halt festgenommen, er wurde dann halt in eine Gefängniszelle gesteckt, wo er rund um die überwacht wurde, aber zufälligerweise hat er sich dann erhängt und ist dann gestorben und konnte nicht aussagen. So, und da gab es dann halt auch damals so das Meme, Epstein didn't kill himself, also Epstein hat sich nicht selbst umgebracht. Ja, dann gibt's dann natürlich so die ganz schlimme Verschwörungstheorie, dass man danach geholfen hat, dass er umgebracht wurde, damit er nicht sagt, wer da alles bei ihnen ausgegangen, ein- und ausgegangen ist, wer denn da bei diesen, ja, bei diesen, habe ich noch gar nicht gesagt, er soll halt ja auch ein Sexring mit Minderjährigen gehabt haben, wo da halt beim Lolita Express und auf der Insel halt immer viele junge Mädels dabei waren, ich glaube auch Jungs. Ja, mein Eindruck, ja, einerseits kann ich mir vorstellen, dass es da vor allem auch darum geht, dass Epstein, ja, solche Partys gemacht hat und mit der Elite verkehrt hat und das auch sehr reich war, weil er dann ja wahrscheinlich dann den irgendwelche Mädels irgendwie aufs Zimmer geschickt hat, dann die Kamera hat laufen lassen und so dann die einflussreichen Menschen erpresst hat. Aber meiner Meinung nach so der babylonische Tempel und so, da geht's dann genauso wie bei bei Pizza geht's dann auch um was anderes, und zwar auch um satanische Rituale. Ja, wie gesagt, ja, solche Sachen, Klimawandel, Epstein, wo ich gesehen habe, da gibt's irgendwie satanische Einflüsse, da gibt's satanische, da gibt's Hinweise auf Satanismus. Wenn es Satan gibt, dann muss ich mir das mal genauer anschauen. Wenn es einen Satan gibt, dann wird es auch einen Gott geben. So, da gibt es übrigens auch noch, da gibt es auch noch zig andere Fälle. Da gibt es den Sachsensumpf, da gibt es den Fall Marc Dutroux, wo ganz viele von den Zeugen auf einmal gestorben sind, irgendwie krank waren oder Autounfälle hatten oder irgendwas. So, sehr merkwürdig. Schaut euch das auch alles mal genau an. Dann kommen wir zum Thema Gender und Feminismus. Meine These ist ja, dass heute sehr viele Frauen, wenn nicht sogar die meisten, irgendwie bewusst oder unbewusst feministische Ideen in sich haben. Die feministischen Ideen sind halt, dass den Frauen irgendwie eingeredet wird, ja, ihr werdet überall unterdrückt,
und diese Unterdrückung, auch dass sie viel zu wenig Geld bekommt, dann kommen sie immer mit dem Gender Pay Gap und die einzige Rettung ist natürlich immer der Staat, ist natürlich halt auch wie Klimawandel halt auch ein sozialistisches Instrument der Unterdrückung und der sozialistischen Gehirnwäsche. Und Frauen wird dann gesagt, mach Karriere, verwirkliche dich selbst, probiere dich sexuell aus, heiraten musst du ja nicht, Familie musst du ja auch nicht kriegen und wenn du, oder Kinder musst du nicht kriegen, Familie musst du nicht gründen und wenn, dann bitte geh schnell wieder arbeiten, gib die Kinder in die Kita, gib die in die Fremdbetreuung. So, hier haben wir auch wieder die Rockefeller am Werk, laut Aaron Russo, der soll ein Regisseur sein, den kannte ich auch damals nicht, als ich den das erste Mal gesehen habe. Der soll von einem Rockefeller gesagt bekommen haben, dass der Feminismus die Erfindung der Rockefeller ist, und zwar aus dem Grund, damit die Frauen arbeiten gehen können, Steuern zahlen und damit die, wenn sie dann Kinder haben, damit die dann möglichst früh in die staatlichen Indoktrinationsanstalten gehen, dass der Staat dann sozusagen von allem profitiert. Feminismus, wie schon gesagt, sozialistische Ideologie. Wenn man sich auch mal Marx anschaut, Marx hat schon im Kapital geschrieben, ja, es ist unsere schändlichste Absicht, die bürgerliche Familie zu zerstören. Auch wenn man sich anschaut, wer Marx war, da hat ja Richard Wurmbart, hat da geschrieben, ich glaube, der hat Briefe von Marx veröffentlicht, wo er nachweist, wo Marx auch sagt, dass er Satans Anbeter ist, dass er Satanist ist. Und die Bibel sagt ganz klar, Satan kommt immer als Wolf im Schafskleid daher. Und das steht dann im 2. Korinther 11, steht auch, Satan verstellt sich als der Engel des Licht. Und darum ist es auch nichts Großes oder darum ist es auch kein Wunder, wenn sich auch seine Diener als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. So, Marx kam natürlich auch für viele halt Marx, der tolle Held, der die Arbeiter befreien wollte. Dabei ist er, wie gesagt, Satanist und der größte Heuchler gewesen. Auch wenn man sich mit Marx beschäftigt hat, irgendwie seine Haushälterin geschwängert, wollte dann keinen Unterhalt bezahlen, wollte damit nichts zu tun haben, hat sich sein Leben lang von Engels aushalten lassen und so weiter. Ja, und der Kern des Feminismus, der ist dann auch wohl die sexuelle Befreiung. Sexualität habe ich ja gerade schon mal angesprochen. Und diese sexuelle Befreiung, diese sexuelle Revolution, die kam dann vor allem mit der 68er-Bewegung, mit der ganzen Hippie-Bewegung. Was auch die sexuelle Freiheit angeht, das kommt natürlich alles immer so schön daher, so nach dem Motto, ach, wir können uns ausleben, wir haben da gar keine Restriktionen. Da muss man sich aber nur mal Brave New World anschauen. Brave New World von Aldous Huxley, da geht es ja auch darum, dass die Menschen sehr versklavt sind, dass sie einfach in einer totalen Dystopie leben, wo alles durchreguliert, alles überwacht ist, aber sie haben viel Sex. Sie nehmen dann immer ihr Soma und fallen übereinander her. Ich würde mal sagen, auch heute gibt es auch viele Menschen, also ich habe das schon mal öfter gehört, wo dann Leute sagen, ja, wir leben doch heute in so einer freien Gesellschaft, es können doch Homosexuelle heiraten, wir können alles machen und steht uns alles offen. Ja, die kennen wahrscheinlich Brave New World nicht. Brave New World, da gibt es auch Brave New World Revisited. Da steht im Vorwort, ist das, glaube ich, da steht auch drin, je geringer die ökonomische Freiheit, desto höher ist die sexuelle Freiheit. Insofern, und Aldous Huxley sagt auch, jeder Diktator tut gut daran, diese Freiheit zu fördern. Dazu kommen dann noch Drogen, Filme und Radio, damit sich die Menschen mit ihrer Knechtschaft auch arrangieren können. Wir sehen, Sex ist überall, du schlägst kaum die Zeitung auf, machst den Fernseher an, Werbung in Musik, wenn man da nur irgendwie Miley Cyrus, Madonna und wen es da nicht alles gibt, denkt, Sex ist überall. Und die Pornos auch nicht zu vergessen, die ganze Pornografie, die leicht verfügbar ist, wo eigentlich jeder, auch Kinder, sich einfach im Internet dementsprechend auf den Seiten surfen können. Da muss man sich auch mal fragen, warum das umsonst ist. Auf jeden Fall, es dreht sich nicht umsonst in allen Religionen, vor allem in den abrahamitischen Religionen, also
die von Abraham abstammen. Das sind dann die Juden, die Christen und die Muslime. Da dreht sich nicht um umsonst vieles um sexuelle Restriktionen. Da ist ja auch im Christentum ist ja auch ja die Unzucht, also Sex vor der Ehe ist die größte Sünde, weil ja, so steht es da, weil jede andere Sünde ist außerhalb des Körpers, aber Unzucht begeht man am eigenen Körper und der eigene Körper ist der Tempel Gottes, insofern ist es da die größte Sünde. So, und auch wenn man sieht, dass die ganze Sexualmoral ja, die Menschheit oder Gesellschaften seit tausenden von Jahren zusammengehalten hat, dann ist es auch kein Wunder, dass wenn man sieht, dass so die ganze sozialistische Bewegung letztendlich nichts anderes will, da heißt es ja auch immer, auf den Trümmern der alten Gesellschaft wollen wir die sozialistische Weltrepublik bauen. Wie kann man natürlich Menschen an der Gesellschaft am meisten zerstören, indem man sexuelle Freiheit predigt? Das ist genau das, was wir übersehen. Also, sexuelle Freiheit, die Menschen denken, ach, ich bin ja so frei, ich kann tun und lassen, was ich will. Dabei sind sie letztendlich meiner Meinung nach nichts anderes als Sklaven ihrer eigenen Lust. Da gibt es auch ein schönes Buch von E. Michael Jones, das heißt Libido Dominandi. Da führt er halt auch die These aus, wie Menschen durch die sexuelle Freiheit, ja, auch vor allem, ja, was sich für sie gut anfühlt, wo sie denken, sie sind selbstbestimmt, aber letztendlich alles andere als frei sind, sondern ja, selbst ihre eigenen, ja, selbst klar, wie ihre eigenen Lust sind. Ich will auch mal sagen, heute sind sehr viele Menschen pornosüchtig. Man muss sich einfach nur mal anschauen, wie viele Pornoseiten es im Internet gibt oder was das für eine große Branche ist auch. Und ja, ich würde sogar so weit gehen, dass die ganze Pornografie und auch diese ganze Sexualität überall, das ist eigentlich so die größte Waffe gegen die Menschheit ist, um, wie gesagt, sie seelisch zu zerstören, um von Gott fernzuhalten, ja, um sie, damit es für sie gut anfühlt, zu sündigen und damit von Gott fernzuhalten. Letztendlich, ich habe mal so eine schöne Parabel irgendwo gehört, Sex ist letztendlich wie so ein Feuer. Wenn man das in einem Kamin hat, dann ist das alles in einem klaren Rahmen. Dann ist das halt, ja, dann ist das schön kuschelig und schön warm. Also da ist dann der feste Rahmen, ist dann eine Ehe, wie es die Bibel vorsieht. Aber wenn man das nicht in diesem festen Rahmen hat, dann kann das Feuer schnell um sich greifen und sehr, sehr viel Schaden anrichten. Das fand ich eine sehr schöne Allegorie. Ja, und durch diese sexuelle Freiheit gibt es heute sehr viele Frauen, die sich halt sexuell sehr ausleben. Also da natürlich, es gibt nicht schwarz und weiß. Aber ich denke mal, ja, es ist heute so, dass viele Frauen sagen, ach komm, ich muss ja nicht unbedingt Familie gründen, ich will lieber Karriere machen und dann habe ich mal hier und da einen Freund oder hier und da mal Abenteuer. Und natürlich, je größer das sexuelle Angebot an leicht verfügbaren Frauen ist, dann ist natürlich die Nachfrage der Männer nach unverbindlichem Sex auch umso größer. Und das führt natürlich dazu, dass verbindliche Beziehungen immer weniger werden. Auch ich glaube, in Hamburg hier sind mittlerweile mehr als 50% oder auf jeden Fall sehr, sehr viele Single-Haushalte. Guck's genau nach, ich will mich da nicht irgendwie auf irgendwas festlegen. Und da ist natürlich klar, wenn man eine Familie gründen will, dann gehen halt diese Familien, die gehen schnell kaputt. Die Mann und Frau trennen sich, heiraten tut man auch immer weniger. Und da ist natürlich, wenn wir kaputte Familien haben, haben wir kaputte Menschen. Wenn wir kaputte Menschen haben, haben wir eine kaputte Gesellschaft. Und was, wenn wir natürlich kaputte Menschen haben, die selbst mit ihrem Leben nicht klarkommen, dann sind sie natürlich super leicht zu manipulieren. Das haben wir jetzt bei Corona gesehen, weltweit. So, alleine auch schon das Dating, wie man das heute so kennt, da wird ja auch, ja, wenn man sich das anschaut, Hollywood, ganz viele Filme, die sagen halt, die zeigen halt immer, wie schön es ist, verliebt zu sein. Sie zeigen halt immer so viele Sexszenen auch. Da kann man natürlich sagen, ach, das ist ja irgendwie, verkauft sich gut oder so. Vielleicht, aber vielleicht ist auch eine Agenda dahinter, wer weiß. Und da ist natürlich klar, die Menschen sind meistens nicht verheiratet. Da ist auch das ganze Dating, das ist natürlich aus, ist natürlich auch komplett anders, wie es die Bibel vorsieht. Heute, ich meine, klar, ich nehme mich auch nicht davon aus. Natürlich, ich bin auch
Habe auch viele Frauen gedatet, habe da auch viel Unzucht getrieben. Das kann ich heute sagen, weil ich das alte Leben begraben habe, ans Kreuz gebracht habe. Und da ist natürlich das Dating heute, das läuft halt so ab, man lernt sich kennen, man springt da vielleicht irgendwann miteinander in die Kiste, man kann dann auch sagen, ach komm, wir treffen uns jetzt nicht wieder oder ach komm, wir gehen mal eine Beziehung ein. Wenn man dann in einer Beziehung ist, dann zieht man vielleicht irgendwann zusammen, kriegt vielleicht irgendwann Kinder, heiraten tut man nicht unbedingt. Man kann jedes Mal auf dem Weg dahin, kann man sich jederzeit trennen. Wie gesagt, entweder nach der ersten Nacht oder nach einem Jahr, nach 2 Jahren, nach 10 Jahren, da ist natürlich die christliche Perspektive ganz anders, dass man sagt, wir lernen uns kennen, wir schauen, ob wir kompatibel sind und dann gehen wir einen Bund ein, schließen den Bund Gottes. Wir heiraten in der Kirche, wir heiraten vor Gott und wir haben dann eine Beziehung vor Gott, wo wir dann auch miteinander ja eine Familie gründen können, wo wir dann uns schwören und zu lieben und zu ehren, bis der Tod uns scheidet, wo wir das dann halt auch als eine Beziehung sehen, wo Mann und Frau Gott näher kommen können und Gott dienen. So, ich habe mir jetzt auch nochmal eine andere Jacke geholt, ist doch ganz schön kalt geworden jetzt hier. Jetzt ist aber auch schön die Golden Hour, das Licht ist sehr schön. Kommen wir jetzt, also man kann natürlich über Feminismus viel mehr erzählen, da habe ich auch sehr viele oder einige Videos dazu gemacht, auch zum Thema Gender Mainstream und dazu will ich jetzt kommen, zum Thema Gender. Und zwar, weil ja die Frauen überall unterdrückt werden, haben wir dann die Gender-Ideologie, wo man diesem Problem da an die Wurzel packen will. Wir können nur frei sein, wenn wir unser Geschlecht frei wählen kommen. Und da kommt dann die Gender-Ideologie ins Spiel. Also diese Gender-Ideologie geht vor allem auf John Money zurück. John Money, wenn ihr euch das mal anschaut mit den Reimer Twins, der hat da die perversesten Experimente gemacht. Also John Money, da habe ich in dem Video, habe ich da ausführlich geschildert, was er da für Experimente mit den Reimer Twins gemacht hat. Und wir sehen halt auf Grundlage dieser ganzen Ideologie, kann man heute sein soziales Geschlecht kann man frei wählen und man kann halt auch sein biologisches Geschlecht frei wählen, wenn man möchte. Da ist dann natürlich das Problem, wenn man einmal sich den Penis abgehackt hat, dann kriegt man da nicht den nicht wieder. Oder wenn man sich seine Gebärmutter entnehmen hat, dann ist das auch nicht so einfach, wieder rückgängig zu machen. Das führt dann natürlich dazu, dass wir auch heute die verrücktesten Wortkreationen haben. Da gibt's dann Männer mit Gebärmutter und Männer, die menstruieren oder Eltern 1 und Eltern 2. Das soll natürlich alles darauf hinleiten, dass die Familien immer weiter zerstört werden. Es gibt auch immer mehr Kinder, die schon früh durch Social Media mit dieser satanischen Agenda konfrontiert werden oder in Kontakt kommen, die dann sagen, ja, wir wollen, wir fühlen uns doch wohl oder wir fühlen uns nicht wohl in unserem Körper, wir wollen unser Geschlecht ändern. Da kommt man jetzt immer mehr auch in Deutschland mit den Kinderrechten, wo dann, ich glaube, Kinder schon ab 12 oder 14 und so dann angeblich Kinderrechte haben wollen. Das kommt natürlich alles wieder satanische Verführung, kommt natürlich alles immer so schön daher. Dabei, meiner Meinung nach, kann es dann auch heißen, so von wegen, ach ja, wenn das Kind schon mit 12 sich den Penis abhaken will, also liebe Eltern, dann könnt ihr nicht mitbestimmen, das ist hier Selbstbestimmung, das sind ja die Kinderrechte, ne? Da geht der Trend immer mehr dahin und wie gesagt, bei sowas, da habe ich dann ganz klar gesehen hier, das ist die satanische Agenda, es geht gegen die Schöpfung, es geht dagegen, wie Gott uns geschaffen hat als Mann und Frau, dass Mann und Frau Kinder kriegen und dass man dann als Mann oder Frau, als Gotteskind auch lebt und sein Geschlecht dann nicht ändert, egal ob es jetzt sozial oder biologisch ist. Dann haben wir das Thema Migration, egal ob 9/11, Irak, Afghanistan, Al-Qaida, Syrien, da der arabische Frühling, wo dann
das hat natürlich alles mit 9/11 angefangen, wo es natürlich auch ganz viele Ungereimtheiten gibt. Ich glaube, Oliver Janich hatte auch, nee, ich glaube nicht, er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben. Das war auch damals so ein Thema, wo ich mich 2014 mit beschäftigt hat. Man sieht halt, da gibt es sehr, sehr viele Widersprüche und ja, dadurch haben dann die ganzen Kriege angefangen. Da hat man den ganzen Nahen Osten in Schutt und Asche gelegt. Die Moslems waren ja die Bösen. Meiner Meinung nach, die Moslems sind die einzigen gewesen, die noch ja eben in Gott vertrauen hatten, die noch irgendwie ja ihre Religion leben. Ich muss sagen, ich meine, der Prophet Ismael, der ist halt, ich glaube, der erste Sohn Abrahams gewesen oder Isaaks, nagelt mich nicht drauf fest, auf jeden Fall. Ich habe mich mit dem Islam noch nicht so aus biblischer Sicht intensiver beschäftigt. Insofern kann ich da gar nicht wirklich was zu sagen. Wenn man durch diese ganzen Kriege hat man da riesige Flüchtlingsströme da erschaffen. Man nutzt dann sozusagen die Menschen als Waffe. Dadurch, dass sie natürlich, viele kommen nach Deutschland, viele kommen, sind Hunderte, Tausende von Kilometer weit entfernt von ihrer Heimat. Das führt natürlich dazu, wenn man Kulturen mischt, dass es da zu Problemen kommt. Kulturelle Probleme, vor allem natürlich auch mit den Frauen. Die haben natürlich ein ganz anderes, Muslime haben natürlich ein ganz anderes Frauenbild, als wie wir das hier bei uns im Westen haben. Ja, wenn man natürlich das alles irgendwie kritisiert, dann wird man natürlich direkt in die Ecke gestellt, was dann natürlich dazu führt, dass die gesellschaftlichen Spannungen immer mehr zunehmen. Und das ist meiner Meinung nach ganz klar kein Zufall. Da habe ich dann auch wieder eine satanische Agenda dahinter gesehen. Ja, jetzt kommen wir zu Corona. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ach, man hat halt in China ganz schnell gesehen, dass es ein neues Virus ist, was um sich greift. Aber meiner Meinung nach hat man halt einfach, oder nee, das ist nicht meine Meinung. Ich meine, ich habe mich 3 Jahre sehr intensiv mit Corona beschäftigt, ich habe mir die ganzen Studien angeschaut. Ich bin heute davon überzeugt, dass Krankheit ja überhaupt nichts mit irgendwie Viren oder Bakterien zu tun hat. Die ganze Virologie ist wissenschaftlich widerlegt. Da bin ich mir so überzeugt, da bin ich so von überzeugt, dass ich sogar bei dem Truth Isolate Fund, den habe ich von 1 Million auf 1,5 Millionen aufgestockt. Wie gesagt, mir geht's finanziell ganz gut. Und da bin ich dann halt auch, ja, wie gesagt, ich bin da so von überzeugt, dass das alles Märchen sind, die man uns dann vor allem medial berichtet hat. Und das ist dann natürlich auch komischerweise genauso eingetroffen, wie man da in Planspielen vom World Economic Forum, dann gab es auch, ich glaube, Rockefeller Operation Lockstep und so, da gab es halt mehrere Planspiele, das ist genauso eingetroffen. Komischerweise gibt es auch ganz viele Verstrickungen von dem angeblichen Philanthrop Bill Gates, der war dann bei dem World Economic Forum, oder er und seine Stiftung waren bei dem Planspiel des WEFs dabei. Er hat bei der WO ist da, ich glaube, mit insgesamt irgendwie so 20% sind das knapp, ist er beteiligt, die dann die Pandemie ausgerufen haben, den total unzuverlässigen Test freigegeben haben. Er hat auch das Imperial College mit Niall Ferguson finanziell unterstützt. Niall Ferguson hat die ganzen Horrorprognosen erstellt, wo er gesagt hat, so von wegen, wenn wir jetzt nichts machen, dann wird es da ganz, ganz viele Tote geben. Hat sich übrigens selbst nicht an die Lockdown-Maßnahmen gehalten. Bill Gates unterstützt auch die Johns Hopkins University finanziell, die die ganzen Zahlen aufbereitet haben. Ihr wisst, es gab da diese Dashboards, wo man immer gesehen hat, hier Neuinfektionen und so. Das sah dann natürlich als ganz, ganz schlimm aus, wo man dachte, oh, jetzt ist das böse Virus um die ganze Welt gegangen. Und zufälligerweise hat Bill Gates auch kurz vorher in die Impfstoffforschung investiert, in BioNTech, und hat er nicht auch irgendwo gesagt, so von wegen, hey, da gibt's die tollste Rendite, wo er sich damit brüstet, wie die Aktien durch die Decke gegangen sind. Natürlich kann man sagen, ach, ist jetzt hier der edelste Philanthrop, oder man sagt sich, ja, vielleicht auch dadurch, dass er mit Epstein abgehangen hat, vielleicht ist da auch einfach ein Mensch mit bösen Absichten, ein
Diener Satans. Da kann man sich auch mal fragen, ob das alles nur Zufall ist, dass da am Ostersonntag, Ostersonntag 2021, da durfte knapp 10 Minuten in der Tagesschau zu der kommenden Corona-Impfung sprechen. Da ist dann auch die Frage, ob das Zufall ist, dass das genau am Ostersonntag passiert ist. Da hat man dann anstatt Jesus Christus, hat man den Menschen Gates als den Messias, als den Erlöser präsentiert, der dann mit der heiligen Impfung daherkommt. Da auch wieder ganz klar satanisch. Man präsentiert nicht Jesus Christus, man hat halt die Impfung. Bill Gates, unser Held, der uns alle retten will, der edle Philanthrop. Klar, also ich kann jetzt nicht unbedingt genau sagen, steckt die und die Agenda hinter Corona. So, ich meine, die Menschen sind nicht alle tot umgefallen, wo viele haben ja gesagt, so von wegen, die Impfung wird halt irgendwie der Virus sein und wird ganz viele Menschen sterben. Das ist ja, natürlich haben wir eine Übersterblichkeit jetzt, wo Menschen sterben, aber es ist nicht so krass, wie viele da vermutet haben. Aus christlicher Sicht kann man natürlich auch sagen, da gibt's Leute, die sagen, die Impfung ist ein Vorläufer des Malzeichen des Tieres. Das steht in der Offenbarung, so von wegen, ohne das Malzeichen des Tieres 666 dürfte nichts kaufen und nichts verkaufen. Aber da muss ich sagen, da kann ich noch gar nichts dazu sagen. Ich bin, die Offenbarung habe ich zwar schon durchgelesen in der Bibel, aber mich da jetzt noch nicht so tief eingearbeitet, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ob wir schon irgendwie in der Endzeit sind oder wie die Impfung da reinspielt. Ich kann nur sagen, durch Corona habe ich mich auch sehr viel mit dem Thema Krankheit, Gesundheit beschäftigt, und ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass ja die Schöpfung auch perfekt ist. Warum sollte, wenn die Schöpfung von Gott perfekt ist, warum sollte da irgendwas Böses sein, was uns krank macht? Das widerspricht auch der ganzen Virentheorie. Da hat Corona auch wieder nur gezeigt, wie sehr die Menschen ja in dieser materiellen Weltsicht da verfangen sind, dass halt in deren Weltsicht es einfach ja nur Materie gibt, da gibt es keinen Geist und keine Seele, wo meiner Meinung nach, ich habe auch hier das Video mit Elias Leppe gemacht, wo wir nochmal über Krankheit gesprochen haben, über Fasten gesprochen haben, und meiner Meinung nach ist Krankheit einfach eine Mischung aus geistig-seelischen Konflikten und aus Ernährung. Oder letztendlich komme ich immer mehr zu der Überzeugung, dass ich sage, Krankheit ist letztendlich nichts anderes, als dass wir gegen die Gebote Gottes verstoßen, dass wir seine Gebote überschreiten, dass wir unseren Körper nicht wertschätzen, dass wir im Stress sind, dass wir irgendwie dass wir nicht verzeihen können, dass wir einfach Konflikte haben. Aber da ist halt das einfach nur so ein Gedanke, den habe ich jetzt nochmal bei Telegram gepostet. Den muss ich noch viel weiter ausführen, aber wie gesagt, also für mich deutet da immer mehr drauf hin. Da hat er auch dass wir im Materialismus gefangen sind, da hat auch Rudolf Steiner viel zugeschrieben, habe ich auch letztens noch bei Telegram geteilt. Schaut da mal bei Telegram rein, wenn ihr einfach nach Steiner sucht oder nach Materialismus, dann findet ihr das. Das kann man sich halt auch alles anschauen. Ich meine, Rudolf Steiner ist die Anthroposophie und Theosophie. Der hat halt alles so ein bisschen zusammengeführt. Hat auch über Jesus Christus geschrieben. Das fand ich auch ganz spannend. Auch wenn das halt alles mehr so der Esoterik zuzuordnen ist, kann man sich mal alles anschauen. Oh. So, jetzt nochmal Socken angezogen. Ich bin hier immer barfuß unterwegs, um mich zu erden. Zum Thema Erden hatte ich auch nochmal bei Telegram ein paar interessante Dokumentationen und ein paar interessante Beiträge gepostet. Auch so ein bisschen, um mich mit der Schöpfung zu verbinden, mit der Erde zu verbinden. Also, letztendlich, ich habe bei vielen Sachen immer wieder gesehen, dass im Kern halt, dass es da eine spirituelle Komponente gibt, dass es da
eine satanische Agenda gibt, dass das alles irgendwie nicht zufällig ist. Und so kam es dann, dass ich mir das alles genauer angeschaut habe. Ich meine, es steht auch zum Beispiel in Epheser 6, 11 bis 13 steht drin, dass unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Genau das habe ich überall gesehen. Und dass, wenn man denn das erkannt hat, dass dass es alles satanisch ist, Satan auf der einen Seite, Gott auf der einen Seite, wie gesagt, auch alles, ja, 10 Gebote, alles antichristlich, anti gegen Jesus, dann kann man sich auch mal anschauen, was das denn alles mit Gott auf sich hat. Und da steht in Epheser, steht dann auch, um sich für diesen Kampf zu rüsten, soll man die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen. Und das, ja, da habe ich dann genauer hingeschaut. Wie kam es dann dazu, dass ich genauer hingeschaut habe? Das fängt so 2019 an, da war ich auf der Eigentümlich Freikonferenz, auf Usedom war das, und da habe ich dann Daniel Wachter kennengelernt. Da habe ich dann damals das Video Feminismus zum Feminismus Gender Mainstreaming veröffentlicht, und Herr Wachter hatte dann, glaube ich, auch gerade seinen Vortrag gehalten, wo er ja auch was zum Christentum referiert hatte. Und dann kam er auf mich zu und meinte, Sie kenne ich, Ihr Video habe ich letztens noch gesehen zum Feminismus, das war richtig gut, muss ich auch sagen, mein Feminismus-Video. Meine Stimme hat da zwar ein bisschen versagt, aber das war, glaube ich, damals mein Video, wo ich am meisten Arbeit reingesteckt habe, wo ich sehr, sehr viel recherchiert habe. Das war halt auch bei YouTube, als YouTube noch nicht so politisch korrekt war, war es halt auch, wenn du Thema oder wenn du Gender eingegeben hast oder Feminismus, ist das auch immer gleich an erster Stelle angezeigt worden. Mittlerweile findet man das, glaube ich, gar nicht mehr über die Suchfunktion. Auf jeden Fall, er kam auf mich zu und dann habe ich ein Interview mit ihm geführt, und er hatte eigentlich genau das gesagt, was ich übergesehen habe, dass ja die Menschen dadurch, dass sie Gott nicht mehr haben, Gott nicht mehr kennen, haben sie eine Leere in sich, und diese Leere oder diese Verbundenheit mit einer höheren Kraft müssen sie halt irgendwie füllen mit Ersatzreligion, und das sieht man dann sowas wie Klimafeminismus oder allgemein Aktivismus, Veganismus. Ich war 5 Jahre vegan, muss ich auch sagen, da war ich auch zu Anfang relativ dogmatisch, aber nicht so dogmatisch, dass ich da alles untergeordnet habe. Ich meine, auch als ich in Indien war, habe ich dann Chai dann getrunken, immer wenn ich eingeladen wurde, dann habe ich auch gesagt, ach komm, ganz so dogmatisch will ich nicht sein. Also wir sehen überall Ersatzreligion, auch jetzt bei Corona, da war das der Glaube an die Wissenschaft, Trust the Science, übertriebener Konsum, Fitness, feiern gehen oder ein ausschweifendes Sexleben. Das ist natürlich halt alles Erfüllung in der materiellen Welt, wo man sagt, ach komm, ich will noch das probieren, ich suche hier nach dem nächsten Kick oder ich muss hier wieder das tollste Auto fahren oder irgendwas. Aus biblischer Sicht sagt man, das ist halt alles im Fleisch wandeln. Und da muss ich auch sagen, dass ich auch, bis ich dann immer mehr auf das Christentum aufmerksam geworden bin, dass ich auch ja ziemlich im Fleisch gewandelt bin. Also letztendlich, wie gesagt, mir geht's finanziell ganz gut. Ich glaube, aus materieller Sicht habe ich ganz gut was erreicht. Ich habe damals 2019, ich habe in einem dicken Penthouse gewohnt mit 5 Meter hohen Decken, 135 Quadratmeter, wo ich ganz alleine gewohnt habe. Ich habe 2 schicke Sportwagen in der Tiefgarage gehabt, und da habe ich auch immer, ja, ich war jetzt nicht so, dass ich total aufgeblasenes Ego hatte und irgendwie jedem gesagt habe, hey, guck mal, ich bin da toll zum Beste. Aber für mich war dann schon so, dass ich gesagt habe, hey, ich habe mir das erarbeitet, das war halt alles durch meine Arbeit, so von wegen, dass ich halt ja, ich habe mir das alles selbst zugeschrieben. Heute sehe ich das halt alles ganz anders. Heute sage ich, hey, das war die Gnade Gottes, dass Gott mich immer geführt hat, dass Gott es mir ermöglicht hat, so ein freies Leben zu führen oder das Leben zu führen, wie es nun so ist. Insofern, wie gesagt, ich habe selbst im Fleisch gelebt, wo ich da ja auch mit den Reisen, ich habe halt auch nicht nur, dass ich quer durch Indien gefahren bin, ich bin auch mit dem Motorrad quer durch Afrika gefahren, und da dachte ich dann auch so, ey, also rückblickend war es ganz schön verrückt, da in ehemalige Kriegsgebiete zu fahren, Warlords zu treffen, halt, ich hatte auch mehrere Unfälle da, wo ich im tiefsten Regenwald irgendwie allein lag und dachte, hey, mal gut, dass ich
da heil rausgekommen bin. Und da, also damals dachte ich, ah, ich bin so ein toller Typ und ich vertraue auf mich. Heute sage ich, nein, ich bin schon immer von Gott getragen worden und habe es nur damals nicht gesehen. Gott hat mich schon immer geführt. Und ich habe es nicht gesehen, nur dadurch, dass ich näher hingeschaut habe, habe ich es dann immer mehr erkannt. Ja, ich muss auch sagen, so in der Zeit, ich hatte immer so das Gefühl, dass irgendwie so ein Puzzleteil noch fehlt. Mein Nachbar, der hat dann immer so gefragt, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich, wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben? Und damals hätte ich wahrscheinlich immer so 7 oder 8 geantwortet. Heute, als Christ, würde ich eigentlich immer 9,5 oder 10 sagen. 9,5 vielleicht, wenn ich gerade... Ich habe einen kleinen Tinnitus und knirsche ein bisschen mit den Zähnen. Das muss ich noch angehen, dass ich da ein bisschen mich immer mehr dehne und so. Deswegen, das ist dann vielleicht da, wo ich sage, da noch ein halber Punkt Abzug. Ansonsten würde ich sagen, hey, ich bin sehr gut zufrieden. Wie ich dann zum Christentum gekommen bin, führe ich jetzt mal genauer aus. Also auf jeden Fall hat Daniel Wachter, und Daniel Wachter war dann halt so für mich einer, wo ich dachte, ja, der beschäftigt sich halt auch mit den ganzen Sachen, wo ich mich mit beschäftige, wirkte sehr intelligent, sehr wach, wo ich dann gesagt habe, hey, wenn der Christ ist, Roland Bader Christ ist, was ich alles andere da gesehen habe zu der Zeit, also wie gesagt, ich habe da überall die satanische Agenda gesehen. Zu der Zeit war auch gerade, ich hatte mich Ende 2018 von meiner Freundin getrennt, da war es auch, ich konnte ihr da nicht wirklich vergeben, habe mir dann so ein bisschen, bei einer Sache konnte ich ihr nicht so richtig vergeben und habe mir dann auch selbst total im Weg gestanden und da war ich dann halt sehr offen, beim Christentum genauer hinzuschauen. Vergebung ist ja auch im Christentum sehr, sehr wichtig, da Jesus Christus hat ja selbst, als er am Kreuz hing, hat er gesagt, drum vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht nur den Menschen, die ihn gekreuzigt haben, sogar der ganzen Menschheit, weil sie ihn nicht erkannt haben. Und ja, Daniel Wachter hat mir dann ein paar Bücher empfohlen, die ich mir dann auch, das hat dann noch 1-2 Monate gedauert, bis ich mir dann gekauft habe. Da hat er hier John Stott empfohlen, hier Der christliche Glaube, C.S. Lewis hat er mir empfohlen und so Richard Swinburne, Is There a God, hat er mir alles empfohlen, hat er auch alles im Video gesagt. Und das Buch hatte ich auch noch bei mir gefunden, das hatte ich schon im September 2018 gekauft. Aber ich muss sagen, bei all den Büchern, ich habe über reingeschaut und habe da nicht wirklich einen Zugang zu gefunden. Für mich war die ganze Bibel, für mich war das ganze Christentum irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Und so steht es ja auch in der Offenbarung, ein Buch mit oder das Buch mit 7 Siegeln. Für mich war das halt irgendwie wie so ein großer Berg, wo ich habe gesehen, ich muss da irgendwie oben rauf, aber ich, alles, was ich probiert habe, ich habe versucht, auf den Berg drauf zu steigen, aber ich bin immer wieder abgerutscht und habe halt einfach den Zugang nicht gefunden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch noch nicht mal eine Bibel gekauft, weil ich dachte wahrscheinlich, hey, ich verstehe da sowieso nichts. Ich glaube, ich hatte mal online mal ein bisschen in Bibeln reingeschaut, aber das war halt, wie gesagt, es war für mich halt ein Buch mit 7 Siegeln. So, jetzt musste ich erst nochmal hier meine Jacke zumachen. Es wird doch immer kälter. Also wie gesagt, ich habe zum christlichen Glauben da oder beziehungsweise mit der alten Sachen konnte ich nicht wirklich was anfangen. Ich war da auch auf der Suche nach einer Gemeinde, nach einer Kirche, wo ich dann halt mit anderen Christen in Kontakt komme, die mir dann helfen, diesen hohen Berg dann zu besteigen, diesen Berg zu erklimmen, da Zugang zu finden. Da hatte ich einen Freund, der meinte so, ja, ich kenne da so einen, der ist halt gläubig, der hat da irgendwie eine gute Gemeinde, aber irgendwie gab es dann die Gemeinde nicht mehr oder irgendwie ist das in Sand verlaufen. Zu der Zeit war ich da auch im Michel, da habe ich auch... da war ich dann im Hamburger Michel. Der Hamburger Michel ist eigentlich so die St. Michaeliskirche, ist eigentlich so die größte, bekannteste Kirche in Hamburg. Bin dann da vorbeigegangen, aber das war halt auch, erstmal war da nichts los, da waren nur alte Omasen und das war halt irgendwie, wie ich das aus der katholischen Kirche kannte, war halt irgendwie so eine Machtinstitution. Die evangelische Kirche ist auch heute für mich nichts anderes als einfach ein verlängerter Arm der Grünen, wo halt irgendwie Genderismus und Klimawandel und Migration alles gepredigt wird.
ja, da kann man eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, kann man auch herausarbeiten, dass sie eigentlich, ja, nicht mehr, oder ja, ich will auch gar nicht sagen, dass sie nicht mehr im Glauben sind oder den Glauben verfälscht haben. Auf jeden Fall war es für mich nicht ansprechend, ist es für mich nicht ansprechend. Dann war es auch 2019, vielleicht habt ihr es gesehen, Beatrice von Storch hatte mich eingeladen. Die haben ja ihren Kanal, ich glaube, Freie Welt oder so heißt das. Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe. Auf jeden Fall, die haben ihren YouTube-Kanal und ihre Seite. Da habe ich mich mit der Beatrice von Storch, also erstmal klar, ich habe jetzt hier, jeder wird jetzt sagen, ach guck mal, jetzt haben wir ihn, er ist AfDler, er ist böser AfDler. Nein, ich bin halt, wenn mich jemand einlädt, dann nehme ich die Einladung auch an. Ich durfte sogar in dem Video, durfte ich sagen, dass es ohne Staat geht. Also ich bin ja hier libertär und sage, ja, wir brauchen gar keinen Staat. Habe ich mich mit der Beatrice von Storch eigentlich gar nicht so groß hinter der Kamera unterhalten, aber mit dem Mann habe ich mich viel unterhalten. Ihr Mann ist auch gläubiger Christ, habe ich ihm auch gesagt, dass ich da einen Zugang zu suche, aber keinen Zugang finde. Und dann wollte er sich auch mal ein bisschen umhören, ob er irgendwie eine Gemeinde in Hamburg kennt. Da kam dann auch leider nichts, er kannte da auch keinen. Ja, dann bin ich 2020 ausgewandert, da habe ich dann ja auch mein ganzes Hab und Gut verkauft, habe mein schickes Penthouse verkauft, habe da auch ein langes Video dazu gemacht und so kam es dann, dass ich halt irgendwann wieder in Hamburg gestrandet war und ich weiß gar nicht genau, wie es kam. Ach nee, genau, es kam so, dass ich da auf einer Veranstaltung einen kennengelernt habe, der Christ ist, mit dem habe ich mich ausgetauscht und der hat mir dann eine Bibel empfohlen. Ist dann hier die Schlachterbibel, hier auch so schön mit Goldrand und so. Die ist, glaube ich, auch gar nicht ganz so billig, kostet irgendwie 60 oder 80 Euro. Die gibt es aber auch einfach und man, ja, Bibelserver, Bibelhub und so, im Internet gibt es ganz, ganz viele Bibeln. Insofern, man muss nicht unbedingt die Luxusversion haben. Schlachterbibel sagt man halt so, die Schlachterbibel ist halt eine, wenn man ernsthaft die Bibel studieren möchte, ist das einer der besten Übersetzungen, möglichst nah am Originaltext. Da ist ja auch das Alte Testament ist in Aramäisch geschrieben, das Neue Testament in Griechisch und da halt auch zu der Zeit, ich kann mich erinnern, ich habe einer Freundin erzählt, dass ich mich mit dem Christentum beschäftige. Da hat sie auch gefragt, ja, hey, ich kenne mich da eigentlich gar nicht mit aus. Warum gibt es denn das Alte und Neue Testament? Das wusste ich nicht. So, ich denke, wir haben halt irgendwie, wir leben halt in einer christlich geprägten Gesellschaft. Wie auch gerade schon gesagt, so ganz viele Redewendungen wie Sodom und Gomorra oder die linke Hand weiß nicht, was die rechte tut. Oder was ich gerade schon gesagt habe, ein Buch mit 7 Siegeln oder Perlen vor die Säue werfen oder ich lese dir die Leviten. Das kommt alles aus der Bibel. Unser ganzer Sprachgebrauch, unsere ganze Kultur ist christlich geprägt. Wenn man da wahrscheinlich noch tiefer reingeht, kann man sagen, so die ganze Wissenschaft und so, kann man alles irgendwie auf christliche Werte oder auf Christentum zurückführen, aber da so tief bin ich noch gar nicht drin. Wenn wir, wie gesagt, obwohl ich aus einer christlich geprägten Gesellschaft komme, hatte ich so wenig Ahnung vom Christentum. So, zu der Zeit habe ich auch im Sommer habe ich auch Chesterton gelesen hier, Orthodoxie. Das hat, wie hieß der, Matthias Matusek, der hat ja damals beim Spiegel gearbeitet. Er ist halt auch so einer von den politisch Inkorrekten sozusagen. Der hatte gesagt, so dass Chesterton ihn total geprägt hat, dass er gläubiger Christ ist. Das habe ich mir auch angeschaut, aber auch zu dem Zeitpunkt gar keinen Zugang dazu gefunden. Aber wie habe ich dann den Zugang gefunden? Im Sommer 2021 durch einen Rouge V. Rouge V war früher, den kannte ich noch aus der Pickup-Community und irgendwie sind seine Videos mir irgendwie angezeigt worden. Der hat damals sehr, sehr lange Livestreams immer gemacht über, das heißt Kingmaker. Da hat er dann auch Livestreams gemacht, teilweise 3, 4, 5 Stunden lang. Da habe ich mir vieles von angehört und er ist halt als ehemaliger Pickup-Artist, der es wirklich sehr, sehr wild getrieben hat. Der hat auch ganze Bücher drüber geschrieben. Der ist dann irgendwie nach Kolumbien gegangen oder in die Ukraine und hat dann irgendwie Bücher geschrieben. Die hießen dann, ich will es hier nicht sagen, aber lest euch das selbst durch.
Auf jeden Fall, er hat dann halt so die Nachrichten aus christlicher Sicht aufgearbeitet, hat halt auch so erzählt, wie er zu Jesus Christus gefunden hat. Und ja, er hat mich dann, ich glaube, er war halt so das Zünglein an der Waage, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt mal an, Bibel zu lesen, habe mir dann auch eine Gemeinde das erstmal angeschaut. Das war, habe ich mir genau notiert, am 15. August 2021. Aber da war dann halt auch schon, da hatte ich dann schon ein bisschen angefangen, Bibel zu lesen. Und wo ich dann für mich in der Bibel gesehen habe, hey, die Bibel sagt mir auch ganz klar, dass das mit Corona der größte Betrug ist. Und dann habe ich da das war die Elim-Kirche, in der ich dann am 5. August 2021 war. Obwohl es keine medizinische Maskenpflicht gab, es gab nur eine medizinische Maskenpflicht, haben alle eine FFP2-Maske getragen. Und keiner hat sie mal irgendwie unter der Nase oder am Kinn getragen. Wir haben sie alle schön aufgesetzt, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich hier so richtig bin. Und das Spannende ist auch übrigens, an der Gemeinde bin ich halt jahrelang immer vorbeigegangen, also irgendwie direkt in der Straße, in der Mundsburg, in dem Einkaufszentrum ist mein Fitnessstudio gewesen, da habe ich damals trainiert, Holmes Place, da war ich sozusagen in meiner Church of Iron, das war dann meine Religion, der nachgegangen bin, meiner Kraftsportreligion. Und da war dann halt bei der Elim-Gemeinde, war dann halt immer, manchmal auch im Sommer, die Türen auf und ich habe den Gesang gehört. Und es hat sich irgendwie sehr schön angehört, aber irgendwie, ich bin nie reingegangen, weil, ja, da war ich noch sehr stark davon geprägt, so von wegen, das sind ja alles nur gehirngewaschene Christen, die alle blinden Glauben haben. Da will ich nicht rein. Das ist bestimmt eine Sekte, da möchte ich nicht reingezogen werden. So, dann habe ich dann irgendwann das ICF entdeckt. Das ICF ist eine von diesen Mega-Churches, kommt eigentlich aus Zürich oder ist, glaube ich, eine amerikanische Bewegung, aber in Europa hat das in Zürich Fuß gefasst mit Leo Bigger. Da habe ich dann da viele Predigten gesehen. Leo Bigger, Tobias Teichen in München, in Hamburg ist Andreas Pantli. Habe da viele Predigten mir online angeschaut, wo ich gesagt habe, das sieht doch ganz gut aus. Bin dann in Hamburg auch mal hingegangen. Und das ist halt wirklich also sehr, sehr professioneller Online Auftritt, wenn du da bist, eine tolle Halle, eine tolle Location, die tollste Konzerttechnik, und das ist dann auch teilweise so das heißt dann auch, das ist dann so ein bisschen die Hipster-Kirche, so von wegen, da heißt es dann auch Worship Sunday und der Messdienst oder Gottesdienst heißt Worship Night oder Worship, und die benutzen halt auch ganz viele Anglizismen, die wollen dann besonders cool und trendy daherkommen, oder gibt's auch ein deutsches Wort dafür, die wollen die haben sich diesen Zeitgeist angepasst, und auf jeden Fall zum Einstieg war das für mich sehr gut, muss ich sagen. Da habe ich halt, habe dadurch halt durch die Predigten halt mal viel mehr diese christliche Sichtweisen kennengelernt. Bin da tief in die Bibel reingegangen. Da war ich dann 3 Monate später, nachdem ich dann in der Elim-Kirche war. Ich war dann auch mit einem guten Freund, der war da sehr abweisend dagegen, weil er ist halt in einer christlichen Sekte groß geworden, bei den Mormonen. Da meinte auch, ja, guck mal hier, genauso kenne ich das auch von früher, die wollen dich nur mit toller Musik, mit jungen, hübschen Frauen, wollen die dich nur locken, und die wollen doch nur dein Geld, und dann kommst du nicht wieder raus. So, wie ich gesagt habe, du, irgendwie habe ich auch bei keiner Gemeinde, bei der ich war, hatte ich dann irgendwie den Eindruck, dass sie irgendwie mein Geld wollen oder dass sie sagen, du musst jetzt hier spenden oder du darfst jetzt nichts mit irgendwie Nicht-Christen zu tun haben oder du musst jetzt jedes Mal vorbeikommen. Habe ich nirgendwo den Eindruck gehabt, aber er war da halt sehr voreingenommen, und dann bin ich halt das zweite Mal ohne ihn hingegangen, und da ist halt auch was Spannendes, was passiert ist. Zu der Zeit damals, ich glaube, im Oktober hatte ich dann mein 5-jähriges Jubiläum, habe da auch einen langen Livestream dazu gemacht, da habe ich dann auch gesagt, dass ich mich mit dem Christentum beschäftige, dass ich probiere, da ein bisschen näher zu Gott zu finden. Und da hat dann lustigerweise, ich stand beim ICF, ich war dann gerade in Hamburg da draußen,
und stand dann da und dachte, hey, ich kann mich doch nicht einfach nur intellektuell mit Jesus beschäftigen, ich finde gar keinen Zugang zu der Bibel, irgendwie ist das alles super schwierig für mich, ich möchte mal irgendwie Leute kennenlernen. Und dann stand ich da und habe dann gesehen, ja, irgendwie haben mir die Leute, ich habe mich nicht irgendwie, ja, irgendwie hatte ich da keinen Zugang dazu, ich dachte, ach komm, den kannst du jetzt ansprechen, da war jetzt irgendwie so keiner, wo ich dachte, den kann ich irgendwie ansprechen. Und dann war es halt, dann stand ich da draußen, wie gesagt, hatte dann diese Gedanken im Kopf und habe dann erstmal gemerkt, hey, ich habe mein Portemonnaie liegen gelassen. Und ich habe halt natürlich, wir als Schwurbler, wir wissen natürlich, dass die Bargeldabschaffung weiter vorangetrieben wird. Insofern habe ich auch mal viel Bargeld dabei. Da waren bestimmt, keine Ahnung, 500 bis 1000 Euro drin oder so. Und das Portemonnaie hatte ich liegen gelassen, dann bin ich schnell reingelaufen. Das war dann vielleicht für mich halt auch so ein Zeichen, so ein Motto, hey, Gott zeigt mir, ich hänge vielleicht doch noch zu sehr an der materiellen Welt, an mein Geld. Und auf jeden Fall stand ich dann draußen, bin dann wieder rausgegangen, stand dann da, habe mich ein bisschen umgeschaut, ob da irgendwelche Gruppen sind, mit denen ich ins Gespräch kommen kann. Und wie gesagt, da war dann keiner. Ich habe dann mein Handy rausgeholt und hat mich dann einer angeschrieben, der dann irgendwie 10 Tage vorher mein Video gesehen hatte und mir dann eine lange E-Mail geschrieben hat. Und dann hat er eigentlich genau das geschrieben, was mir im Kopf vorgegangen ist. Er hat mir eigentlich genau geschrieben, hey, probier halt einfach auch eine Beziehung zu Gott aufzubauen, nähere dich nicht nur ihm intellektuell, such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wo ich sage, hey, das war eigentlich für mich wieder so ein Wunder. Natürlich, klar, man kann natürlich, jemand anderes wird jetzt sagen, so von wegen, ah, Law of Attraction oder irgendwas, aber wo ich sage, für mich war das halt irgendwie so eine Gottesfügung, so, das kann alles für mich kein Zufall gewesen sein, dass ich gerade wirklich die E-Mail, die hatte er, glaube ich, 10 Minuten, bevor ich sie dann gelesen hatte, hatte die vorher abgeschickt. Und dann lese ich genau in dem Moment, wo ich genau diese Frage gerade habe, lese ich genau diese E-Mail. Ein weiteres Wunder, was mir dann passiert ist, oder ein Zeichen Gottes, was mir passiert war, ist dann auch kurz ein paar, ein, zwei, drei Wochen danach. Da habe ich dann gesagt, ich wollte dann mal im Impfzentrum, da war das mobile Impfteam, was dann irgendwie am Hauptbahnhof, der an der Bücherhalle vorbeigegangen ist und die Leute geimpft hat. Da dachte ich, ach, ich gehe mal vielleicht mit einem versteckten Mikrofon hin und frag mal den Arzt so, ob es da Nebenwirkungen gibt und so. Sowas war, ich kam da an, es war eine riesengroße Schlange, die Leute wollten sich alle impfen lassen. Ich stand da einfach nur und dachte, oh mein Gott, was ist das für eine verrückte Welt, dass die Leute alle, die haben sich da wahrscheinlich auch alle ihren Booster abgeholt, das war wahrscheinlich nicht deren erste Impfung, das war im November 21. So, und ich habe gesagt, oh mein Gott, und mein Gott hat mich wahrscheinlich erhört. Und auf einmal kam eine Frau aus dem Nichts, kam sie an und meinte, ah, was ist das denn hier, was ist das denn für, warum stehen die Menschen da? Und dann letztendlich kam danach heraus, dass die Frau nicht geimpft ist und sagte, das ist der größte Betrug. Ich habe meinen Gott, der mich leitet. Ich habe keine Angst vor irgendwas. So, und dann sage ich auch, wie unwahrscheinlich ist es, dass gerade in dem Moment auf einmal eine gläubige Frau vor mir steht und mir von Gott erzählt. Ja, auf jeden Fall, die haben mir dann auch mal von ihrer Gemeinde erzählt, die dann auch in Lockdown-Zeiten Gottesdienst gefeiert haben. Da habe ich dann auch mal vorbeigeschaut, aber das war halt, ich glaube, ja, das war eine streng katholische Kirche. Die haben halt auch in Latein ihre Messe gehalten. Das hat mir dann nicht so gefallen. Aber auf jeden Fall, das war ein Wunder auch oder ein Zeichen Gottes, ein anderes Zeichen, was ich von Gott meiner Meinung nach bekommen habe. War dann auch noch mal ein paar Wochen später dann eine Freundin, die halt auch gläubig ist, die hat gesagt, ja, komm mal unbedingt hier in meine Gemeinde vorbei. Also die Freundin habe ich erst später irgendwann kennengelernt und die ist auch nicht so tief im Glauben drin, dass sie mir da irgendwie alle Fragen hätte beantworten können. Auf jeden Fall war es dann halt so, dass ich bei ihr in die Gemeinde vorbeigefahren bin. Eigentlich wollte ich mir da noch eine andere Gemeinde. Und dann war es halt so, dass ich, ich bin da hingefahren, hab dann da von draußen, ich war ein bisschen später dran, hab dann von draußen ins Fenster reingeschaut und hab dann gesehen, dass da alle mit Maske stehen, wo ich dachte, boah, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich bin gerade um die Ecke fahren. Auf einmal fängt mein Auto, also ich fahre ein sehr hochwertiges Auto, ein Luxusauto, was relativ neu ist. Auf einmal hat da vorne der Radkasten angefangen zu schleifen. So, wo ich dachte, ey, das kann doch nicht sein, dass da jetzt auf einmal mein Auto
da ist, und dann bin ich ausgestiegen, habe geschaut, da war kein Stock oder irgendwas. Da dachte ich, was ist das? Okay, das muss irgendwie ein Zeichen sein. Ich will da jetzt mal reingehen. Also natürlich, klar, nicht, dass ihr denkt, so von wegen, der ist jetzt irgendwie leichtgläubig, da sieht überall irgendwelche Zeichen. Da habe ich auch damals im Ashram, bei dem Amma-Ashram, habe ich dann halt auch Leute erlebt, die dann gesagt haben, oh, da vorne der Vogel, der ist am Piepsen, was sagt der denn jetzt so? Also ich glaube, da bin ich noch weit von entfernt. Also für mich war es tatsächlich dann irgendwie ein Zeichen, weil dann bin ich da halt in die Gemeinde reingegangen. Die Freundin ist nachher mit rausgekommen danach und hab dann gesagt, hier komm, schau mal, ob da, oder fährst du mal mein Auto. Ich will mal schauen, ob da irgendwie ein Stock ist oder irgendwas. Aber dann auf einmal, ich bin losgefahren und es war überhaupt nichts mehr. Das Auto, das war kein Zweig, es war nichts in dem Radkasten, der es da am Schleifen war. Also insofern, keine Ahnung, was Gott mir da zeigen wollte. Für mich, vielleicht hat er einfach nur gesagt, hier, du bist auf dem richtigen Weg, schau dir weiter Gemeinden an, such weiter. Auf jeden Fall war das für mich dann halt auch so ein Zeichen Gottes. Ja, zu der Zeit, da war es dann auch, wie gesagt, ich habe dann solche Zeichen bekommen. Ich habe viel in der Bibel gelesen, ich habe mir viele Predigten angeschaut. Zu der Zeit habe ich mir dann auch gesagt, hey, wenn ich für mich dann erkannt habe, ach ja genau, und was ich mir dann auch in der Zeit angeschaut habe, war ein Film, der heißt Der Fall Jesus. Da geht es halt drum, da ist ein Ehepaar, da hat die Frau sich dann irgendwann bekehrt und der Mann, der ist Journalist, der sagt, ach, der größte Humbug, jetzt komme nicht mit deinem Gottscheiß und so. Ich widerlege dir, dass das alles Märchen sind. Und er begibt sich dann auf die Reise, überall fährt überall hin, spricht mit ganz vielen Leuten. Und je tiefer er da einsteigt, desto mehr sieht er, dass das alles keine Märchen sind. Dass das alles, dass es Jesus tatsächlich gegeben hat, dass es da sehr viele Belege für gibt. Und da halt auch, also ihr wisst, ich bin logisch, rational, ich schaue mir immer alles genau an. Und da bin ich halt auch. In die Quellen, die da alle genannt worden sind, da habe ich mir viele von angeschaut, halt so wie ich es halt auch in der Wirtschaftsprüfung damals gelernt habe, halt immer Plausibilität. Ich habe mir halt das angeschaut, das angeschaut, das angeschaut, habe gesagt, ach, das scheint rund zu sein, das scheint rund zu sein, das scheint rund zu sein. Und dann habe ich gesagt, hey, wenn ich jetzt für mich erkenne, dass das die Wahrheit ist, dann muss ich mich auch bekehren. Dann muss ich auch sagen, hey, ab heute folge ich Jesus Christus nach, ich begrabe mein altes Leben und ja, werde ab jetzt versuchen, kein Sünder mehr zu sein, Gottes Gebote einzuhalten, nicht mehr selbstsüchtig zu sein, keine Unzucht zu treiben und was man da nicht zu lügen. Ja, und das war die Zeit, wo ich mich da bekehrt habe zu Jesus Christus. Ja, und da gibt's es gibt da auch den Bereich Apologetik, wo ich auch immer tiefer reinschaue, auch mittlerweile mehrere Leute kenne, halt einen kann ich habe ihn auch gefragt, ob ich das öffentlich sagen darf. Ricardo heißt er, der hat den Kanal Tiefer Forschen, der ist mir schon damals aufgefallen, als er sehr, sehr tiefgehend das Video von MyLab zum Klimawandel auseinandergenommen hat, sich da alle Quellen angeschaut hat, alle Studien angeschaut hat. Der hat selbst Theologie studiert. Mit dem bin ich mittlerweile auch eng in Kontakt. Wir haben da lange telefoniert, schicken lange Sprachnachrichten hin und her. Er beschäftigt sich halt sehr viel mit Apologetik, halt mit der logischen Verteidigung des Glaubens. Da, durch ihn und durch noch zwei, drei andere, komme ich gleich nochmal drauf, schaue ich mir jetzt gerade sehr viele apologetische Sachen an, wo es halt einfach um die Belegung des Glaubens mit rationalen Gründen geht. Halt, es gibt da archäologische Belege, es gibt da philosophische Belege. Und da ist halt, wie gesagt, wenn man da reinschaut, dann sieht man halt einfach, es gibt da so viele Belege für, dass Jesus Christus gelebt hat, dass Jesus Christus Wunder vollbracht hat, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und wie gesagt, für mich war es halt einfach, wenn ich sehe, dass das alles Hand und Fuß hat, dann da muss ich mich bekehren, da muss ich sagen, hey, wenn es da einen Gott gibt, dann muss ich ihm nachfolgen. Und das habe ich dann gemacht. Dann gibt es noch einen zweiten, den ich bei mir in der Gemeinde, da habe ich mittlerweile eine neue Gemeinde, den habe ich da halt auch kennengelernt, der ist auch seit 20, 30 Jahren Christ, beschäftigt sich sehr viel mit Apologetik, mit dem rede ich viel über sowas. Jetzt habe ich durch Ricardo noch jemanden kennengelernt, der ist halt auch seit 30 Jahren Christ, auch ein Truther ohne Ende, genau, der in meiner neuen Gemeinde, wie ich auf die neue Gemeinde gekommen bin, komme ich gleich nochmal.
in meiner Gemeinde, der hat auch, ich habe ihn kennengelernt, haben uns irgendwie über Klimawandel und Corona und Migration unterhalten und er meinte irgendwann so, ja, ist ja langweilig, wir haben ja überall die gleiche Meinung, ja, und das ist, glaube ich, so, viele Christen schauen halt irgendwie genauer rein, ne? Ja, wie gesagt, der Dritte, mit dem ich mich da austausche, auch jetzt letztens irgendwie noch 4 Stunden telefoniert und auch wer da auch sehr tief drin ist, ist hier in den letzten Wochen viel mit Oliver Janich Sprachnachrichten ausgetauscht. Oliver Janich hat mich nicht nur zum Libertarismus gebracht, er hatte auch mal irgendwann, keine Ahnung, schon 2018 hat er gesagt, alles steht in der Bibel, so von wegen steht schon alles in der Bibel, wo ich dachte, was meint er denn damit? Ja, heute kann ich ihn verstehen, heute sage ich, hey, steht tatsächlich alles schon in der Bibel, man muss sie nur lesen. Also Oliver Janich, der schreibt auch gerade ein Buch über die Bibel. Da habe ich auch, er interpretiert das alles ein bisschen anders. Da habe ich auch gesagt, so von wegen, ja, führ doch mal aus, wie du das meinst. Er meinte, nee, tut mir leid, das muss ich viel zu weit ausholen. Warte mein Buch ab. Insofern, also ich bin sehr gespannt auf sein Buch. Und ja, also hier will ich einfach nur mal sagen, wie gesagt, also die ganze Apologetik, der ganze Glauben lässt sich alles mit logisch-rationalen Gründen verstehen oder alles belegen. Die Bibel sagt auch ganz klar, dass man halt keinen blinden Glauben haben soll. Man soll seinen Verstand benutzen. Da sagt Jesus zum Beispiel in Markus 12, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand. Oder in der Schlachter, das ist die Elberfelder Übersetzung, in der Schlachterbibel, da steht mit deinem ganzen Denken und aus deiner ganzen Kraft. Oder auch hier auch nochmal ein paar Bibelverse oder ein paar Bibelstellen. Römer 7, 25 oder Römer 12, 5 oder Thessalonicher 5, 21. Das steht halt auch, prüft alles, das Gute behaltet. Insofern, die Bibel sagt ganz klar, man soll keinen blinden Glauben haben, sondern sich alles genau anschauen. Und das ist genau das, was ich mache. Wie ich schon gesagt, ich habe jetzt mittlerweile eine neue Gemeinde gefunden, das ICF. Da wurde Corona nur ab und zu relativ neutral kritisiert oder thematisiert. Aber da war im November 21 da in internen Gruppen, wo es dann halt um Treffen ging. Da wurde dann irgendwie gefragt, wer hier 2G ist. Da waren dann 85% schon 2G. Das hat damals auch, also wenn ich davon ausgehe, dass sie tatsächlich geimpft und nicht wenige nur genesen waren, dann hat das fast der Durchschnittsbevölkerung entsprochen. Ich habe halt auch da Anfang 22 habe ich einen sogenannten Explorer-Kurs gemacht. Das sieht man bei anderen Gemeinden halt auch als Alpha-Kurs, wo es halt einfach darum geht, den Glauben näher zu erkunden, andere Christen kennenzulernen, halt sich mit den Grundlagen zu beschäftigen. Lustigerweise war der da unser Kursleiter war, der war auch ein Schwurbler, war nicht geimpft. Da habe ich mir dann auch, Anfang 22, habe mir dann auch so eine Kette hier bestellt. Ich trage halt jedes Mal hier mein Kreuz. Das zeigt mir dann auch, ja, wenn ich da mal wieder irgendwie, wenn ich dann zu der Zeit auch Leute gesehen habe, die dann irgendwie Maske tragen auf dem Fahrrad und ich mich irgendwie ich die als die Idioten darstelle, dann hilft mir das Kreuz halt immer zu denken, Moment, ich bin ein Gotteskind, ich möchte vergeben, ich möchte, ja, darum vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, ich möchte sie nicht verurteilen. Wer weiß, was in ihrem Kopf vorgeht. Zu der Zeit habe ich dann auch wirklich jeden Tag die Bibel gelesen, über 2-3 Monate, wo ich wirklich morgens eine Stunde Bibel gelesen habe, abends eine Stunde. Laut der Schlachterbibel soll man ja auch, da gibt es da so einen Leseplan, wo man Altes, Neues Testament parallel liest. Und je mehr ich drin gelesen habe, desto mehr habe ich auch gesehen, dass ich beim ICF nicht ganz so richtig bin. Man kann ja halt sagen, so von wegen die Impfung ist an sich für sich schon Gotteslästerung, wenn man sagt, unser Körper ist ein Tempel Gottes und die Schöpfung ist perfekt. Da ist natürlich die Frage, warum braucht man dann eine Impfung, um noch perfekter zu werden? Das ist ja halt auch schon Gottes anmaßend. Und dann ist halt in der Bibel steht auch schon überall, man soll sich der Obrigkeit unterordnen, aber nur wenn sie in Gottes Ordnung ist. Und
ja, man soll halt einfach Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da gibt's ja übrigens halt auch in der Bibel im Alten Testament, Daniel hat halt auch, König Nebukadnezar hat Beten verboten. Und was hat Daniel gemacht? Hat sich ans offene Fenster gestellt, hat gebetet und hat sich dann, ja, wurde dann verhaftet. Und da habe ich dann halt auch bei den ganzen Christengemeinden, habe ich dann auch gesehen, dass sie sich das höchste christliche Fest Ostern haben verbieten lassen. Wo ich mir auch denke, natürlich, klar, Obrigkeiten unterwerfen, man will ja nicht, dass die Gemeinden dann geschlossen werden oder dass die Strafen bekommen. Aber es gibt tatsächlich welche. Ich habe dann auch eine mal auf einer Corona-Demo eine kennengelernt, die hat mir dann auch eine Gemeinde empfohlen. Da war ich dann auch, die haben dann tatsächlich auch in den Corona-Zeiten, haben die auch in Lockdown-Zeiten, haben die halt auch Gottesdienst gemacht und heimlich. Und da waren auch alle nicht geimpft, keiner hat Maske getragen. Aber da hat es mir dann nicht ganz so gut gefallen. Auf jeden Fall habe ich beim ICF immer mehr Widersprüche gesehen und dachte, auch diese Charismatiker, irgendwie habe ich mich da nicht mehr ganz so wohl gefühlt, habe dann weitergeschaut. Hab dann einfach gesagt, wie kann das sein, dass ich als absoluter Bibelanfänger solche Sachen sehe und die Leute, die ich da auch kennengelernt habe, die haben das alle nicht gesehen. Da war ich dann auch fast, wenn ich mit denen über sowas gesprochen habe, dann war ich auch mehr oder weniger der Schwurbler, der halt eben die Bibel ganz frei interpretiert. Und so habe ich dann halt, Ostern 22 zu der Zeit eine neue Gemeinde gefunden, da auch wieder durch Gottes Fügung. So, und jetzt wird es hier gleich dunkel. Jetzt muss ich sehen, dass ich langsam fertig werde. Ich habe jetzt eine gute Gemeinde gefunden, wo ich mich sehr wohl fühle, wo ich aber auch nicht ganz so regelmäßig bin. Ich muss auch sagen, ich habe immer wieder meine Glaubenskrisen, wo ich halt auch immer probiere, keinen blinden Glauben zu haben. So war es halt auch damals zu der Zeit, kurz nach Ostern 22, also letzten Jahres. Da habe ich dann ein Video von Stoner gesehen, Frank Stoner, kennt dann ja auch von Nuo Viso, der hat da die Theorie von Atwill vorgestellt, dass das ganze Christentum halt nur eine Erfindung der Römer ist und das ist eigentlich das Gleiche, was man dieser Jesus-Mythos, den man halt auch, oder diese Theorie von Jesus, das ist einfach nur irgendwie eine Verschwörungstheorie ist oder einfach ein erfundener Mythos. Das wird ja auch in der Zeitgeist-Doku wird das thematisiert. Und das muss ich sagen, da habe ich mir dann mehrere Vorträge von dem Atwill angeschaut und das hat mich so ein bisschen in der Glaubenskrise gestürzt, weil ich von dem Stoner auch ganz schön viel halte oder ich schätze ihn sehr. Wo ich mir dann auch eine Zeit lang, ja, wo ich leichtgläubig war, wo ich dann was mich dann ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, was dann auch ein paar Monate gedauert hat, bis ich mich da gefangen hatte. Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich mich gefangen und ich kann sagen, dass ich heute immer mehr in meinem Glauben wachse, täglich bete, täglich Bibel lese, immer mehr, dadurch auch immer mehr alles klarer sehe. Ich sehe auch heute, auch wenn ich Sport mache, dann sage ich, hey, früher habe ich dann gesagt, hey, ich mache es irgendwie für meine Gesundheit oder vielleicht um gut auszusehen oder um Frauen zu gefallen. Heute sage ich, hey, es ist der Tempel Gottes, den möchte ich natürlich gut behandeln. Oder wenn ich hier auch in der Natur sitze, früher habe ich gesagt, ist ja eine ganz nette Natur. Heute sage ich, hey, das ist die Gottes Schöpfung. Ich danke und preise Gott, dass er diese Schöpfung so toll gemacht hat, so perfekt gemacht hat. Oder auch mein Verhältnis zu Geld. So damals habe ich mir tatsächlich, dann dachte ich immer, mir geht's ja finanziell so gut und habe mich dadurch, wie gesagt, auch schon ein bisschen selbst auf die Schulter geklopft und habe mich besser gefühlt. Heute sage ich, hey, das ist Gottes Geschenk. Gott hat mich geleitet, Gott hat es ermöglicht, dass ich finanzielle Freiheit habe, dass ich dadurch auch viel Zeit habe, mich mit der Bibel heute zu beschäftigen, ihm näher zu kommen. Ich muss sagen, die aus der biblischen Perspektive oder die Bibel, mein Glaube gibt mir Kraft und Hoffnung und es fühlt sich halt alles ziemlich rund an. Aber wie gesagt, also ich möchte keinen blinden Glauben haben. Ich schaue mir halt immer alles an. So war jetzt auch letztens, hier nochmal ganz kurz von Rouge V,
Der hat auch ein Buch drüber geschrieben, über seine Zeit, wie er durch die USA gereist ist, wie er zum Christentum gefunden hat. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Aber zum blinden Glauben, da ist zum Beispiel hier dieses Buch, ist mir letztens zugefallen, von Silvio Gesell. Silvio Gesell hier mit seinem Schwundgeld. Ökonomisch hat er keine Ahnung. Da hat er auch in seinem Sammelwerk, wo das veröffentlicht ist, hat er auch danach die österreichische Schule kritisiert, wo man sieht, er hat gar keine Ahnung von Ökonomie. Aber das ist mir irgendwie zugefallen. Da interpretiert er die Wunder von Moses nochmal ganz anders. Habe ich mir auch angeschaut, hat mich auch in eine kleine Glaubenskrise gestürzt, aber die hat dann wirklich nur ein, zwei Tage angehalten. Da habe ich, wie gesagt, mittlerweile meine Leute, die wo ich einfach nur sage, so und so sieht's da aus. Wie siehst du das? Und die mir dann Argumente geben, wo ich mir das und das anschaue und dann selbst abwäge. Also das ist überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie blind irgendwie auf Oliver Janich oder auf Ricardo oder irgendjemand höre oder jetzt auf Silvio Gesell. Schau mir halt alle Argumente an und schau, was ist die Wahrheit. Und das ist, ja, das ist halt einfach nur, wie gesagt, wie es bei mir schon immer war, dass ich auf Wahrheitssuche bin. Und da ist halt einfach für mich gerade oder nicht gerade, da ist die Bibel für mich die Wahrheit und ich sage, ja, ich will da auch überhaupt nicht dogmatisch sein, ich schaue halt immer weiter noch in andere Quellen rein, auch mit Adam Green schaue ich gerade halt, Adam Green ist halt jemand, der sagt halt auch so, dass alleine er sagt ja schon, dass die Juden, dass sie das auserwählte Volk sind, das stimmt alles nicht. Er sagt auch, Jesus hat es niemals gegeben. Das ist halt auch nur ein Märchen. Gucke ich mir auch alles an. So, ich muss sehen, dass ich langsam fertig werde. Jetzt ist die Sonne gleich ganz weg. Was ich nochmal sagen wollte, ich muss sagen, mir war es auch zu Anfang immer ein bisschen unangenehm, über meinen Glauben zu reden. Wahrscheinlich bin ich da genauso davon ausgegangen, dass die Leute mich dann so sehen, wie ich damals Christen gesehen habe, so ein bisschen durchgeknallt. Aber dadurch, dass ich auch mit euch jetzt drüber rede, seht ihr halt einfach, ich habe da keine Scham mehr. Ich rede da offen drüber. Ich bin da heute ziemlich überzeugt von. Ich würde sagen, ja, ich habe da aber noch halt ein paar Sachen, wo ich sage, da muss ich noch genauer reingehen. Auch jetzt zum Beispiel mein Freund, der hat halt auch gesagt, so von wegen, ich glaube so lange nicht an Jesus Christus, solange mir keiner das mit den Dinosauriern erklärt und mit der Schöpfung, wie kann das alles sein? Da habe ich dann auch durch den, in meiner Gemeinde habe ich dann auch so ein Buch, wo ich mich mit der Evolution auseinandersetze. Wie gesagt, Adam Green setze ich mich, schaue ich gerade viel. Ich beschäftige mich auch mit dem Judentum viel, lese da den Talmud, beschäftige mich hier mit der jüdischen Geschichte. Hier auch Juden, die ich mir anschaue, The Wandering Jew oder also jüdische Autoren, die Erfindung des jüdischen Volkes. Das wollte ich mir noch alles anschauen. Oder hier, ob Jesus tatsächlich der Messias ist, schaue ich mir alles an. Ich schaue alles nach links und rechts. Und genau, der Freund, der meint halt auch so, der mich da so ein bisschen rausgefordert hat, der sagt halt auch so, ja, du hast bestimmt nur in Corona, hast du irgendwas gebraucht, was dir irgendwie Hoffnung gegeben hat. Also, aber wie ich gerade ausgeführt habe, also ich habe schon viel, viel früher wurde ich dafür sensibilisiert. Also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie Depressionen hatte oder der irgendwie in einem tiefen Loch war, dem jetzt von Gott da rausgeholfen wurde. Nein, also ich glaube, mir ging es schon immer irgendwie ganz gut und ich war, mir ging es irgendwie gut. Wie gesagt, 7 oder 8 von 10 würde ich immer sagen. Ich war irgendwie nie krank war einfach auf Wahrheitssuche, habe mir halt einfach genau angeschaut und bin dann dazu gekommen, dass das die Wahrheit ist, dass das, wie es in der Bibel steht, die Wahrheit ist. Ich könnte jetzt noch ein bisschen was zu Darwin und zum Urknall sagen, so wie die ganze Philosophie dahinter auch das Weltbild bestimmt, also das materialistische Weltbild, aber das sparen wir jetzt mal aus. Auf jeden Fall, das war jetzt meine lange Geschichte, wie ich zum Glauben gefunden habe. Ich kann nur sagen, wenn ihr vielleicht auf dem gleichen Weg seid oder euch da irgendwie in dem einen oder anderen Punkt wiedergefunden habt, ich kann euch nur raten, besorgt euch eine gute Bibel. Jesus sagt auch ganz klar, wer sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. So, das habe ich dann auch selbst bei mir gemerkt. Sucht euch halt einfach auch eine Gemeinde, wo ihr Anschluss findet an andere Christen. Die Christen, die werden euch dann
Bei mir auch. Ich musste halt erstmal, ich hatte so viele Fragen. Ich habe dann auch gefragt, wie bete ich überhaupt? Wie lese ich die Bibel? Ich habe da gar keine Ahnung von. Und da ist halt, andere Christen werden dir oder werden euch da helfen. Und wie gesagt, es gibt auch tolle Anfängerkurse, wo man die Grundlagen lernt. Und da ist auf jeden Fall die Gemeinschaft mit anderen Christen sehr wichtig. Also, das war's von mir hier, ein sehr langes Video, aber wie gesagt, mir war es einfach nochmal wichtig, das hier zu machen, damit ihr so ein bisschen verstehen könnt, warum ich dann immer mehr so aus biblischer oder aus christlicher Perspektive teile. Nicht, dass ihr denkt, ich bin ja total durchgeknallt oder vielleicht denkt, es ist jetzt erst recht. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Ich versuche, sie alle zu lesen, wenn es möglich ist, auch darauf einzugehen und zu antworten. Also, vielen Dank. Vielleicht würde mich freuen, wenn ihr hier komplett durchgehalten habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht euch auch keine Sorgen, dass ich irgendwie jetzt nur noch über das Christentum rede. Nur damit ihr wisst, es wird, ja, ich habe die christliche Perspektive und habt aber auf keinen Fall irgendwie blind Glauben und werde da immer weiter das hinterfragen, mir auch die Kritiker anschauen. Und es weiter prüfen, so wie die Bibel es mir sagt. Also, das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns bis beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.